Ja, geschätzte Studierende, begrüße Sie zur heutigen Vorlesung Öffentliches Verfahrensrecht. Ein oder zwei Punkte möchte ich kurz aufnehmen, die noch im Rahmen der Nachbesprechung und noch an mich gerichtet gewesen sind. Einfach nochmals kurz das Verhältnis zwischen der Rechtsweggarantie und Artikel 86 Absatz 2 und 3. Für den prüfungstechnischen Hausgebrauch nehmen Sie einfach mit, 86 Absatz 2 und 3 sagt für die Kantone mehr oder weniger das Gleiche wie die Rechtsweggarantie. Konkretisierung der Rechtsweggarantie für die Kantone. Im Zweifel, wenn ich die Prüfung schreiben würde und das aufkäme, hätten Sie hier schon Zusatzpunkte mehr oder weniger. Mehr muss man nicht wissen. Sie haben, und wenn Sie jetzt das denken, das reicht für Sie prüfungstechnisch, haben Sie jetzt eine kurze Pause verdient. Es sind aber doch zwei, drei Fragen noch gekommen, die natürlich berechtigt sind. Und die möchte ich nicht verschweigen, ansprechen. Nämlich die Frage ist, sehr berechtigt, ist denn 86 Absatz 2 und 3 das gleiche wie die Rechtsweggarantie? Ist das das gleiche wie die Rechtsweggarantie? Wenn es das gleiche ist, kein Problem. Wenn es nicht ganz das gleiche ist, ist vielleicht doch noch rechtlich das eine oder andere darin versteckt. In der Tat würde ich, wenn Sie mich fragen, die Meinungen sind nicht ganz einheitlich, sagen, die Rechtsweggarantie 29a, wenn Sie sich das ansehen, spricht davon, Ausnahmefälle, ist relativ breit. Artikel 86 Absatz 3 ist etwas enger mit vorwiegend politischem Charakter. Und tatsächlich würde ich sagen, für die Kantone kann man sich darüber streiten, ob die Rechtsweggarantie verstärkt worden ist, dass nur Entscheidungen mit vorwiegend politischem Charakter hier darunter fallen. Auch das ist praktisch nicht ein großes Thema, weil die meisten Ausnahmefälle, die Sie sich denken können bei der Rechtsweggarantie, genau auch darunter fallen. Aber es gibt vielleicht Ausnahmen von der Rechtsweggarantie, die nicht unbedingt diesen politischen Charakter haben. Und das ist vielleicht ein interessanter Blick zurück. Wir haben über die Ausnahmen gesprochen vor dem Bundesverwaltungsgericht und eine Ausnahme, die Sie gesehen haben, ist im Bereich der leistungsabhängigen Lohnbestandteile, die der Bund für sich als Ausnahme für die Rechtsweggarantie in Anspruch nimmt. Ist das jetzt, könnten das die Kantone auch? Nicht ganz offensichtlich. Würde man sagen, das ist auch vorwiegend politisch, wenn es einfach um die Justiziabilität geht. Das ist nicht ganz klar. Das heißt, es gibt wahrscheinlich, oder nach meiner Auffassung, eine kleine Differenz zwischen der Rechtsweggarantie und 86 Absatz 3. Ich würde eingestehen, dass 86 Absatz 3 vielleicht eine Nuance strenger ist, weil man sich Ausnahmen von der Rechtsweggarantie auch vorstellen kann, die nicht politischen Charakter haben, die einfach der Justiziabilität geschuldet sind. Es ist sehr schwierig, leistungsabhängige Lohnbeanstalter, das ist ähnlich wie wenn ich beurteile, wenn ich in einem Seminar, wie gut haben Sie mündlich mitgemacht, das ist fast ein ähnlicher Charakter. Kann man das noch rekonstruieren? Ist das etwas, was justiziabel ist? Vielleicht nicht. Und ähnlich auch leistungsabhängige Lohnbestandteile, die Boni sind sehr schwierig zu justiziabilisieren. Deswegen könnte man oder kann man wahrscheinlich die Auffassung vertreten, 86 Absatz 3 ist eine leichte Verschärfung der Rechtsweggarantie mit Bezug auf die Kantone. Das ist die vollständig wissenschaftliche Antwort auf diese Frage, die mir gestellt wurde und die ich auch beantworten möchte. Aber also, dass Sie das irgendwo in einer Klausur antreffen, würde ich mindestens für mich in Anspruch nehmen. Das würde ich Ihnen nicht zumuten wollen. Sonst kann ich natürlich für meine Kolleginnen und Kollegen auch keine Garantie Ihnen irgendwie abgeben. Aber es würde mich doch erstaunen. Und ich denke, die meisten sind schon sehr glücklich, wenn sie diesen Zusammenhang 86 Absatz 2 und 3, 29a verstehen und in einem konkreten Fall auch sehen, dass beides eigentlich anwendbar ist und in dem Sinne die Rechtsweggarantie hier mit Bezug auf die Kantone konkretisiert wird. Hoffe, das ist klar geworden, dieser kleine Exkurs. Zweite kleine Bemerkung, wirklich nur eine kleine Bemerkung. Ich wurde gefragt, weil es so viele Folien sind, nehme ich an, insbesondere wahrscheinlich von Personen, die das muss man das können, prüfungsmäßig? Meine Antwort, für mich wieder selbstverständlich, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist wirklich nichts, dass Sie sich das ansehen müssen, was hier eine Reform gewesen ist, die keine Reform geworden ist.
Das war, habe ich Ihnen deswegen gezeigt und ich zeige Ihnen es dann auch in einer, bezüglich der Kognition werden wir kurz auf die Revision noch eingehen. Schlicht, weil dieser Ausnahmekatalog von 83, wie er heute ist, einigermaßen schwierig zu lesen ist. Ich Ihnen aber empfohlen habe, das mal zu lesen, dass Sie nicht das erste Mal in der Prüfung sich mit diesem Katalog auseinandersetzen und Sie einfach beruhige, dass auch im Recht nicht alles eine schöne Systematik oder Logik hat. Ich kann mir die Dinge besser merken, wenn ich irgendwie verstehe, weshalb sie ungefähr so sind, wie sie jetzt geregelt sind. Bei 83 kann ich Ihnen schlicht keine logische Folge dieses Ausnahmekatalogs erklären, kann ja auch nicht sagen, man kann das jetzt sinnvoll gruppieren in diese Fallgruppen und so weiter, sondern schlicht die Empfehlung, wenn Sie eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten prüfen, was nicht ganz so selten ist, dass Sie halt 83 einfach durchgehen und schauen, passt etwas nicht und dann, wenn Sie denken, das passt, dann schauen Sie sich an und begründen das so plausibel wie möglich. Es gibt noch x Zweifelsfälle, aber ich glaube, das würde ich Ihnen auch nicht zumuten wollen, dieser ganze Ausnahmekatalog. Den sollen Sie zur Kenntnis nehmen und eher nicht. Die Revision hilft Ihnen vielleicht besser zu verstehen, wo auch die Inkonsistenten des heutigen Ausnahmekataloges sind. Hilft Ihnen vielleicht auch zu verstehen, diese Falle, die hier im Wesentlichen, wenn ich so sagen darf, eingebaut worden ist, mit Bezug vom Bundesverwaltungsgericht geht es nicht mehr weiter und vom Bundesgericht geht es weiter. Also diese ganze Wirkungsweise des Ausnahmekataloges wird dort natürlich auch nochmals erläutert, deswegen habe ich es gezeigt. Aber um Gottes Willen, die Revision werde ich nie bei Ihnen irgendwie abfragen. Einfach das zur hoffentlich Beruhigung im Netz oder wo auch immer. Ohne Fragen Ihrerseits würde ich jetzt auf den nächsten Foliensatz gehen. So, das gelingt. Wir sind vielleicht an einem wichtigen Punkt sozusagen in der Mitte angelangt bei den Beschwerdevoraussetzungen. Sie kennen diese Kurzformel, einfach kurz nochmals Revue passieren, was Sie jetzt angesehen haben mit mir. Sie wissen, was angefochten wird, welche Akte haben dort gesehen, was darunter fällt, die Verfügung, die Entscheide und so weiter und was vielleicht auch noch vor dem Bundesgericht. Sie haben den Prozessweg das letzte Mal mit mir angesehen, welcher Instanz bei welcher Behörde, insbesondere mit Blick auf Streitwertgrenzen und Ausnahmekatalog. Und was fehlt Ihnen noch? Zwei, sage ich mal, wesentliche Punkte. Drei, wenn Sie etwas anders zählen, wesentliche Punkte. Wer kann anfechten? Wer kann anfechten? Das ist das, was wir als nächstes ansehen, die Legitimation oder, ich denke, identisch vom Begriff her, die Beschwerdebefugnis. Und was Sie auch noch nicht von mir gehört haben oder was wir auch nicht angesehen haben, welche Rügen, welche Beschwerdegründe. Was kann dann eigentlich Gegenstand dessen sein, was falsch gelaufen ist? Welche Punkte können Sie als unrichtig ansehen? Das sehen wir das nächste Mal uns an. Oder wenn ich heute schneller vorankomme, werden wir mit diesem Thema beginnen. Und schließlich der letzte Punkt sind Formale und Frist. Und dann haben wir die allgemeinen Beschwerdevoraussetzungen eingehend zusammen angesehen. Jetzt also die Frage, wer die Beschwerdelegitimation. Und wie üblich beginne ich auf Stufe des Bundesverwaltungsgerichtes, respektive hier qua Verweis auf der Regelung basierend des VfVG. Was sagt Ihnen Artikel 46 48 VfVG? Und dann schauen wir uns die Bestimmung im BGG an. Drei Voraussetzungen. Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat. Man spricht teilweise auch von formeller Beschwerde. Ein etwas älterer Begriff muss man nicht unbedingt aktiv verwenden, aber passiv sollten Sie wissen, wenn Sie einen Begriff sehen, was damit gemeint ist. Sind Sie am Verfahren, haben Sie teilgenommen? Oder gibt es einen guten Grund, dass man sie nicht Teilnahme hat lassen kann? Das ist die Voraussetzung, dass man etwas anfechten kann. Und kumulativ kommen die zwei weiteren Voraussetzungen B und C. Man spricht hier von der materiellen Beschwer. Die beiden Punkte überschneiden sich etwas, aber man kann versuchen, sie auseinanderzuhalten. Welche beiden Punkte müssen Sie noch prüfen oder müssen noch erfüllt sein? Man muss besonders berührt sein.
und man muss ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung oder des Entscheides haben. Das sind die allgemeinen Beschwerdevoraussetzungen. Wir werden gleich sehen, auch vor Bundesgericht sind die genau identisch. Ich sage mal, in einem Großteil der Fälle ist die Legitimation ganz einfach. Die Beispiele, die ich Ihnen hundertfach schon gesagt habe, wenn wir das durchspielen würden, Führerausweisentzug, im Zweifel sind Sie am Verfahren beteiligt gewesen, offensichtlich, wenn man Ihnen das angekündigt hat, die Verfügung ist dann gegen Sie gerichtet gewesen, Sie wehren sich dagegen und so weiter, Sie bleiben dabei, dann ist die formelle Beschwerde offensichtlich erfüllt. Solange Sie Teil des Verfahrens gewesen sind, ist das sehr leicht und sehr schnell zu prüfen. Was bedeutet die materielle Beschwerde besonders berührt? Wenn Sie der Adressat der Verfügung sind, ist das auch ein Einzeiler. Sie sind besonders befugt, weil die Verfügung richtet sich an Sie, keine besonders große Überraschung. Und Ihr schutzwürdiges Interesse, Sie möchten lieber weiterhin Auto fahren, auch offensichtlich. Auch ein Einzeiler, Sie haben ein Interesse, dass Ihr Führerausweis weiterhin gültig bleibt, völlig simpel. Ähnlicher Fall oder ähnliches Beispiel, das ich regelmäßig gebracht habe, ist, Sie beantragen ein Stipendium. Auch dort prüfen Sie, sind Sie am Verfahren dabei gewesen, klar, Gesuch gestellt, Gesuch wurde abgelehnt. Sie führen das Verfahren weiter, wehren sich dagegen, verlangen, dass Sie die Unterstützung bekommen, formell Beschwer, sehen Sie schon aus dem Sachverhalt. Ist man dabei gewesen? Grundsätzlich ja. Dann sind Sie formell beschwert. Materielle Beschwerde genau gleich, simpel, Sie sind Adressat der negativen Verfügung, Ihnen wurde gesagt, Sie bekommen kein Stipendium, das ist die besondere Beziehungsnähe, Sie sind besonders berührt, haben Sie ein schutzwürdiges Interesse? Offensichtlich, ja, Sie möchten immer noch das Geld, um Ihr Studium durchführen zu können, weiterführen zu können. In den Fällen, wo wir eine Verfügung gegen eine bestimmte Person haben, er Verfügungsadressat ist oder sie und sich dagegen wehrt, ist Artikel 48 und die Parallelbestimmung im BGG eine Sache von ein paar Zeilen. Komme und deswegen natürlich auf die Punkte, die vielleicht etwas weniger trivial sind, etwas weniger offensichtlich. Und wenn Sie jetzt denken, weil ich mich vor allem mit dem beschäftige, es würden immer Sonderfälle sein, die Legitimation sei besonders kompliziert, das ist nicht der Fall. Die Legitimation ist vielfach trivial, offensichtlich. Wenn Sie eine negative Verfügung haben oder eine Verfügung, mit der Sie nicht einverstanden sind, sind Sie fast immer zur Anfechtung berechtigt unter Artikel 48 und auch unter der Bestimmung des BGG. Aber welche sind denn vielleicht die Besonderheiten? Schon Artikel 48, und wir werden es dann mehr noch sehen auf Stufe beim Bundesgericht, sagt, zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. Also grundsätzlich haben Sie hier keine weiteren Personen, aber es kann auch hier schon spezialgesetzlich vorgesehen sein, dass irgendwo eine Organisation oder eine Person zur Beschwerde berechtigt ist. Das ist aber relativ simpel, weil das sehen Sie im Spezialgesetz. Sie werden sehen, beim Bundesgericht ist das etwas komplexer. Wichtig ist auch noch zu sehen, was ist nicht in Artikel 48 enthalten. Und was sind noch zwei Punkte, die nicht explizit im Gesetz so benannt werden, aber grundsätzlich völlig anerkannt sind und Sie allenfalls prüfen müssen. Partei- und Prozessfähigkeit haben wir schon 1, 2, 3, 4 Stunden vorher uns angesehen. Partei- und Prozessfähigkeit ist auch hier nichts anderes. Die Parteifähigkeit ist die Rechtsfähigkeit und die Prozessfähigkeit ist die Handlungsfähigkeit. Wenn Sie die Lösungsschemen sich ansehen für Prüfungen, gibt es eine muntere Diskussion darüber, ob man das eigentlich separat prüfen muss oder nicht. Ich finde es ehrlich gesagt etwas überflüssig, wenn nichts anderes steht und Sie haben eine natürliche Person, dass die partei- und prozessfähig ist, wenn sie nicht irgendein Kind ist oder irgendwie sonst Anzeichen von Geistesschwäche vorhanden sind, finde ich selbstverständlich. Aber teilweise sehen Sie das und im Zweifel schreiben Sie, dass die Partei- und Prozessfähigkeit gegeben ist, weil an der Rechts- und Handlungsfähigkeit keine Bedenken bestehen. Etwas
komplexer kann es sein. Wenn ein Kind allenfalls davon betroffen ist, dann muss vielleicht der Verfahren von seinen Eltern geführt werden, aber das ist auch nicht wahnsinnig schwierig und stolpert man im Zweifel auch nicht darüber. Partei- und Prozessfähigkeit in der Regel kein Problem. Auch das aktuelle Rechtsschutzinteresse ist in der Regel kein Problem, kann aber durchaus ein Problem sein. Und wir haben das schon etwas angedeutet bei den vorsorglichen Maßnahmen. Schauen wir uns nochmals an die allseits beliebten Demonstrationen. Die allseits der beliebten Demonstrationen. Wir haben schon darüber gesprochen, der Fall kann vielleicht entscheidend sein, wenn Sie innerhalb, was weiß ich, übernächste Woche eine Demonstration durchführen wollen, bis ein Gericht entschieden hat, unwahrscheinlich oder mindestens sehr schwierig, dass Sie dort einen Gerichtsentscheid schon haben oder einen rechtskräftigen Entscheid mindestens haben. Das heißt, vielfach etwa bei der Durchführung einer Demonstration in zwei Wochen wird ein Gericht den Fall auf dem Tisch erst haben, wenn der Zeitpunkt der Demonstration schon längst vorbei ist. Und wenn Sie das jetzt nicht sich schon angesehen haben, überlegen Sie sich mal kurz, glauben Sie, dass man dann etwas machen kann oder was ist das Problem eigentlich? Wenn jetzt tatsächlich die Demonstration schon vorbei ist oder das Datum der Demonstration vorbei und es wurde Ihnen nicht erlaubt, die Demonstration durchzuführen, nehmen wir an. Und nachdem das vorbei ist, hat das Gericht den Fall auf dem Tisch. Was würde Ihr juristisches Gefühl sagen, wenn Sie es nicht gelesen haben oder nicht wissen? Kann man etwas machen? Ja? Es ist richtig, es ist genau der Punkt, ich wiederhole es einfach, Sie haben es völlig korrekt gesagt, das schutzwürdige Interesse eigentlich besteht nicht mehr. Eigentlich fällt das aktuelle, das ist der typische Begriff, das aktuelle Interesse weg, weil der Streitgegenstand, wenn Sie so wollen, hat sich in Luft aufgelöst, ist in der Vergangenheit. Es geht um einen bestimmten Zeitpunkt oder sonst eine Materie, bei der im Wesentlichen im Moment des Entscheides das keine Relevanz mehr hat. Die Gerichte, und das ist reine Gerichtspraxis, ist nicht abgebildet in den gesetzlichen Grundlagen, machen aber genau das, was Sie gesagt haben. Etwas ausführlicher kann ich es noch zusammenfassen. Sie überlegen sich erstens, könnte das ein Fall sein, der sich in Zukunft wiederholt? Ist das ein Fall, der sich so oder ähnlich wiederholen könnte? Beispiel Demonstration? Klar, könnte sich wiederholen. Kann sein, dass das Gericht jedes Mal zu spät wäre. Besteht, wenn das Gericht diesen Fall nicht ansieht, die Gefahr, dass das Gericht nie einen Fall einer Demonstration haben könnte? Zweite Voraussetzung, die Gerichte meistens ansehen. Demonstration wieder ja, weil vielfach sind Demonstrationen gerichtet auf ein konkretes Ereignis. Es mag sein, dass mal eine Demonstration wie der 1. Mai lang im Voraus geplant werden kann, aber typisch Demonstration ausgelöst durch irgendein besonderes Ereignis, Beispiele derzeit haben wir genug offensichtlich, können Sie nicht beliebig lang im Voraus planen in vielen Fällen. Sprich, das Gericht würde sagen, ja, es besteht eine gewisse Gefahr, dass wir eigentlich nie die Grundsätze für diese Fälle eigentlich festlegen können. Und drittens besteht noch ein hinreichendes Interesse daran, dass diese Frage geklärt wird. Bei Demonstrationen sicher ja. Sicher ja. Grundrechtliche Ansprüche mit Bezug in Abwägung sicherheitspolizeilicher Bedenken und so weiter ist ein Dauerbrenner, welcher die Gerichte beschäftigt, ist politisch, aber auch rechtlich wichtig. Das heißt, bei Ihrer Demonstration würde Gericht typischerweise sagen, ja, wir sehen, dieser Fall kann sich so oder ähnlich wiederholen. Ja, wenn wir jetzt nie einen Entscheid darüber fällen, wird es nie einen Entscheid geben. Und es besteht ein gewisses Interesse an der Klärung dieser Frage. Gerichte sind nicht immer ganz streng, ob sie diese drei Voraussetzungen alle durchprüfen und teilweise begrenzen sich darauf zu sagen, könnte sich das so oder ähnlich wiederholen. Aber das Bundesgericht sagt eigentlich, diese drei Punkte müssen gegeben sein, dann kann man auf das aktuelle Rechtsschutzinteresse verzichten. Das heißt, das aktuelle Rechtsschutzinteresse in vielen Fällen wird kein Problem sein. Ihr Führerausweis, der noch nicht entzogen wurde, ist klar, da müssen Sie nicht das aktuelle Rechtsschutzinteresse ausführlich prüfen, ist offensichtlich gegeben.
Beim Stipendium ist vielleicht die Frage noch nicht mehr so offensichtlich. Nehmen wir an, Sie prozessieren frisch, fröhlich über Ihr Stipendium und das dauert halt etwas und in der Zwischenzeit haben Sie festgestellt, das Jus-Studium trotz all der schönen Vorlesungen ist vielleicht doch nicht so großartig, wie Sie ihm gedacht haben und Sie haben einen schönen Job bei einer Investmentbank gefunden. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Sie verdienen das Fünffache von dem, was Sie als Jurist jemals verdienen. Ist die Frage des Rechtsschutzinteresses, nicht des aktuellen Rechtsschutzinteresses nicht mehr so klar. Sie brauchen das Geld nicht mehr für das Studium. Wiederholt sich der Fall ständig? Vielleicht, aber ist auch nicht so klar. Mindestens für Ihren konkreten Fall, dass Sie nochmals in die Situation kommen. Vielleicht finden Sie das Investmentbanking nicht mehr so glorios nach ein paar Jahren. Das wäre nicht so klar. Wäre nicht so klar, wie man das entscheiden würde. Ob man sagen würde, dort besteht ein Interesse an der Wiederholung, dass man diese Frage mal klärt. Ist auch nicht klar, bei anderen Fällen ist es gut denkbar, dass es reicht, dass ein Gericht mal entscheidet, rechtzeitig entscheidet. Da würde ich sagen, wenn Sie wirklich, Sie selbst, kein aktuelles Rechtsschutzinteresse mehr an diesem Stipendium haben, könnte sich die Frage anfangs anders stellen. Muss man aber auch im Einzelfall immer ansehen, was ist das Rechtsschutzinteresse, kann es sich wiederholen, besteht ein allgemeines Interesse an der Klärung dieser Frage und, in Logik dieser drei Punkte, die ich Ihnen genannt habe. Aber in vielen Fällen wird das aktuelle Rechtsschutzinteresse kein Problem sein. Bei allen laufenden Streitigkeiten ist das aktuelle Rechtsschutzinteresse klarerweise gegeben. Wenn Sie, wie gesagt, einfach einen Vorteil, einen Nachteil, den Sie noch aufschieben konnten, der droht Ihnen noch, ist gar kein Thema, dass hier ein aktuelles Rechtsschutzinteresse offensichtlich besteht. Wichtig ist dieser Punkt, weil er ist eben nicht hier in Artikel 48 und auch nicht in der Parallelbestimmung im BGG geregelt. Soweit so klar, denke ich. Formelle und materielle Beschwer, besondere Beschwerderechte komme ich gleich vertieft vor dem Bundesgericht. Und Prozessfähigkeit kann man in einem Einzeiler erwähnen, aktuelles Rechtsschutzinteresse kurz prüfen und im Zweifel bejahen. Dort aber, wo eben insbesondere ein zeitliches Moment dagegen spricht, dass das noch relevant ist, dort muss man die Frage genauer ansehen, ob, obwohl das aktuelle Rechtsschutzinteresse für den Fall nicht mehr gegeben ist, das Bundesgericht oder das Gericht eben prüft, weil sich sonst dieser Fall wiederholen könnte und nie eine Klärung herbeigeführt werden könnte. Von der Grundidee denke ich sehr nachvollziehbar, auch wenn Sie es nicht kennen, nachvollziehbar, dass Gerichte hier Rechtsschutz auch für künftige Fälle gewährleisten wollen. Schauen wir uns das Gleiche auf der Bundesebene an und das Angenehme vielleicht ist bei Absatz 1, das ist identisch, das ist im Wesentlichen nichts Neues, dass ich Ihnen dem schon auch nahelege, dass wir uns vor allem Absatz 2 ansehen. Dort hat es gewisse Besonderheiten, die ich mit Ihnen relativ ausführlich ansehen möchte. Nicht eingehen möchte ich auf Absatz 3, der kommt dann, wenn wir das besondere Rechtsmittel die Stimmrechtsbeschwerde ansehen. Schon jetzt können Sie vielleicht kurz sehen, das ist ganz schön, dort ist die Beschwerdemöglichkeit wunderbar definiert. Wer stimmberechtigt ist, ist auch beschwerdeberechtigt. Das ist relativ einfach zu wissen, ob jemand stimmberechtigt ist, ist einfacher als die übrigen Voraussetzungen des Beschwerderechts, aber dazu mehr, wenn wir bei der Stimmrechtsbeschwerde sind. Schauen wir bei uns Absatz 2 an. Absatz 2 ist wichtig, weil jetzt sozusagen neue Akteure ins Spiel kommen, die möglicherweise beschwerdeberechtigt sind, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. Absatz 2, Litera A, wer ist sonst noch berechtigt? Die Bundeskanzlei und die Departemente des Bundes oder, soweit es vorgesehen ist, auch im Gesetz die unterstellten Einheiten, also die Bundesämter, dort muss es vorgesehen sein. Aber die Departemente insbesondere haben ein allgemeines Beschwerderecht. Litera B, Organ der Bundesversammlung, können Sie vergessen, die Streitigkeiten hier, das ist so selten, das braucht, also ist gut, wenn Sie es kennen, aber das ist eine Streitigkeit, ein Organ der Bundesversammlung, Sie haben schon früher gewisse Besonderheiten gesehen vor dem Bundesverwaltungsgericht, also das schenke ich Ihnen. Selten, 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 ich habe es noch nie wirklich gesehen. Litera C hingegen, das habe ich sehr oft gesehen und das ist auch ein Klassiker, wenn Sie auch unsere früheren
Prüfungen ansehen, das kommt relativ häufig vor. Die Gemeindebeschwerde. Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt. Es geht vor allem um die Gemeindeautonomie. Ich werde kurz etwas darüber sagen, weil was die Gemeindeautonomie ist, ist ein Thema des allgemeinen Verwaltungsrechts mindestens. Ich behandle die Frage der Gemeindeautonomie dort. Wenn das irgendwie bei Ihnen ausfallen sollte, dann würde ich es gerne erläutern. Aber eigentlich, was die Gemeindeautonomie ist, sollten Sie lernen oder schon gelernt haben. Hier haben Sie im Wesentlichen die prozessuale Entsprechung, wo das dann im Wesentlichen als Beschwerdemöglichkeit angeboten wird. Und schließlich auch hier, ähnlich wie beim VÖVG, eigentlich unnötig, aber vielleicht klärend, wenn es ein anderes Bundesgesetz hier eine Beschwerdemöglichkeit Ihnen gibt, dann ist das auch noch in dem Sinne eine Beschwerdeberechtigung. Ich komme auf insbesondere A und C noch zurück. Die Beschwerdelegitimation von Gemeinwesen ist wahrscheinlich in diesem Bereich das Schwierigste, das Unübersichtlichste, sage ich mal. Deswegen würde ich das mal vertiefen. Aber soweit sehen Sie, teilweise gibt es eine Behördenbeschwerde der Departemente insbesondere und es gibt Litera C von Absatz 2 die Gemeindeautonomiebeschwerde. Was weder Artikel 89 wie auch, was ist das, Artikel 48 oder 46 VVG Ihnen ebenfalls nicht sagen, Artikel 48 VVG ist, und damit gehe ich nochmals zurück, wie ist es denn, wo diese Voraussetzungen besonders berührt und schutzwürdiges Interesse nicht so klar sind. Welche sind hier die kritischen besonderen Beschwerdeführer? Also ich habe das versucht, auf einer Folie sozusagen zu konzentrieren. Wie gesagt, Beschwerdelegitimation in vielen Fällen unproblematisch, aber wenn Sie irgendwo ein Sachverhalt haben, wo diese, sagen wir, Objekte, Subjekte auftauchen, sage ich mal, ist unter der Legitimation wahrscheinlich etwas Besonderes zu prüfen. Wo kann man stolpern oder wo sind die etwas schwierigen Fragen der Legitimation? Die sind nicht beim Privaten, der sich gegen den Führerausweisentzug wehrt, sondern wo wir diese Besonderheiten haben. Erste Besonderheit, Drittadressaten. Was sind Drittadressaten? Das sind schlicht diejenigen Personen, die nicht explizit von einer Verfügung angesprochen werden. Ich beschränke mich auf die zwei wichtigsten Kategorien und ein Beispiel oder zwei Beispiele dazu werde ich Ihnen noch dann nachliefern. Die Nachbarn. Weshalb sind das Drittadressaten? Relativ simpel, denke ich, kann man sich vorstellen. Sie bauen ein Haus und Sie haben hier Nachbarn um sich, kann man sich bildlich vorstellen. Die Baubewilligung ist an Sie gerichtet, Sie dürfen bauen, aber Ihre Nachbarn herumschauen sich herum, es hat genügend Personen, die dagegen sich wehren könnten. Die sind allenfalls zur Beschwerdeberechtigung und sagen, wir wollen nicht, dass dieses Haus gebaut wird. Und dort selbstverständlich werden wir diese allgemeinen Voraussetzungen der besonders berührt sein und des schutzwürdigen Interesses genauer ansehen müssen. Dort sind sie nicht so selbstverständlich, wie wenn sie selbst durch eine Verfügung belastet sind. Zweites Beispiel hier sind die Konkurrenten, Konkurrentinnen. Wie ist es denn, wenn Ihr Konkurrent bevorzugt wird? Ja, ist das jetzt etwas, wo Sie der Meinung sind, man kann sich dagegen wehren? Ist das nahe genug? Haben Sie ein hinreichendes Interesse und eine hinreichende Beziehungsnähe? Das ist dort die kritische Frage, stärker als jedermann betroffen. Besondere Nähe zu Streitsachen sind so die Worthülsen, hier nicht negativ gemeint, die von den Gerichten üblicherweise gebraucht werden. Was sozusagen der Gegentest ist, wenn Sie plötzlich denken, es könnte fast jedermann kommen. Das beliebte juristische Argument, es könnte jedermann kommen, ist meistens der Grund, dass das Gericht die Beschwerdelegitimation abweist. Die sogenannte Popularbeschwerde, wenn Sie diesen Begriff gesehen haben, bringt zum Ausdruck, dass jedermann sich zur Wehr setzen kann. Das ist aber die Ausnahme, gibt es praktisch nur im Bereich der UBI, wo Sie sich als Fernsehzuschauer gegen alles zur Wehr setzen können. Sonst ist der Beschwerdekreis immer eingeschränkt, üblicherweise eingeschränkt. Das können immer noch viele sein.
Beim Flughafen beispielsweise können Sie sich vorstellen, wenn der Flughafen eine Piste baut, sind relativ viele Personen betroffen, aber doch würde ich sagen, ich als Basler offensichtlich nicht. Das ist zu weit weg, da werde ich nicht entsprechend gestört werden, wenn am Flughafen Zürich die entsprechende Landepiste ausgebaut wird. Vielleicht habe ich sogar einen gewissen Vorteil, dann fliegen ab Basel weniger Flugzeuge. Komme gleich darauf zurück. Einfach zwei Beispiele, dass Sie ein gewisses Gefühl dafür bekommen, wie nahe muss man sein, wenn man gegen eine Verfügung, bei der man nicht Adressat, Adressatin ist, sich zur Wehr setzen kann. Zweite, sage ich mal so, Alarmzeichen, wenn Sie irgendwo eine Klausur ansehen, Verbände, Vereine, das ist, erfreut sich einer hohen Beliebtheit. Ich weiß nicht weshalb, aber ich würde wahrscheinlich, ohne es je gezählt zu haben, wenn uns nichts Besseres einfällt bei einer Prüfung, machen wir irgendwo eine Verbandsbeschwerde, einfach weil es so schön zum Prüfen ist. Ist aber nicht wahnsinnig schwierig. Aber auch wenn ich es jetzt nur kurz anspreche, sollten Sie sich das auch noch selbstverständlich sonst ansehen. Es ist nicht, wie gesagt, wahnsinnig kompliziert, aber nichtsdestotrotz sollten Sie das memorisieren in der Annahme, das könnte sehr gut irgendwo mal in einer Prüfung stehen, wenn Sie es nicht schon gesehen haben. Es sind vier Voraussetzungen: ständige Praxis der Gerichte, keine Differenzen in der Theorie. Ein solcher Beschwerdeführer, der nicht hier explizit erwähnt ist, muss ich vielleicht auch klar sagen, wenn ich hier diese Dinge ansehe, Drittadressaten, haben Sie keine Hinweise explizit im Gesetzestext bei diesen beiden Bestimmungen, auch bei den die Verbandsbeschwerde, die hier die sogenannte egoistische Verbandsbeschwerde, die ist auch nicht geregelt, ist reine Gerichtspraxis, aber unbestrittene Gerichtspraxis. Vier Voraussetzungen. Erstens muss eine juristische Person sein. Irgendein Bündnis, das irgendwie nur eine einfache Gesellschaft ist, genügt nicht. Meistens sind es Vereine, die hier eine Beschwerde führen können. Sie müssen ein statutarisches Interesse haben. Das heißt, gegen das Sie sich zur Wehr setzen oder wofür Sie sich einsetzen, muss irgendeine Entsprechung in Ihren Statuten haben. Das heißt, Sie müssen die Statuten dieses Verbandes oder meist eben in Vereinsform sich ansehen, was wollen die eigentlich? Dass sich der TCS für eher mehr Verkehr einsetzt, kann man, glaube ich, voraussetzen, dass sich die Naturschutzverbände eher für die Natur einsetzen und so weiter. Das muss gespiegelt sein in den Statuten. Zweite Voraussetzung findet man auch relativ leicht. Dritte Voraussetzung, Sie müssen sich ansehen, wer ist eigentlich Vereinsmitglied, wenn es ein Verein ist. Und dann die Prüfung machen, wären viele Mitglieder betroffen. Ist es ein Partikularinteressen, wo vielleicht irgendwo eine einzelne Verkehrsanordnung getroffen wird oder ein sehr, sehr, sehr spezifisches Projekt, wo man sagen muss, also viele Mitglieder sind nicht wirklich betroffen. Dann eher keine Möglichkeit zur Verbandsbeschwerde. Hingegen, wenn man sagen würde, doch, die Mitglieder selbst wären hier wahrscheinlich auch betroffen und wären, das ist die letzte Voraussetzung, auch selbst Beschwerde legitimiert, dann kann der Verband die Beschwerde erheben im Namen seiner Mitglieder. Die Verbandsbeschwerde ist vielleicht rein praktisch nicht so in allen Einzelheiten ausdiskutiert, recht häufig lassen die Gerichte dann, wenn es unklar ist, die Frage offen, ob der Verband vielleicht wirklich legitimiert ist oder nicht. Ich stelle Ihnen die Frage zurück, weshalb können Sie sich vorstellen, aus dem Blickwinkel eines Verbandes, wenn Sie eine Beschwerde erheben und Sie finden, Sie haben das zwar gehört in der Vorlesung, aber so ein bisschen unsicher sind Sie, was würden Sie taktisch clever tun? Sie haben einen Verband. Ja. Genau. Das ist in Anführungszeichen der Trick. Der Verband prozessiert möglicherweise selbst im eigenen Namen, aber vorsichtshalber nimmt man noch ein Mitglied, von dem man ausgeht, das ist selbst Beschwerde legitimiert. Oder sonst eine Person, die Beschwerde legitimiert ist. Das heißt, sehr häufig, auch wenn Sie Gerichtsentscheidungen lesen, und ich habe Sie ja gebeten, so diese Prozessgeschichte vorzusehen. Wenn Sie irgendwo einen Verband sehen, ist sehr häufig noch
ein paar Privatpersonen irgendwo auch noch mitgenommen worden, genau aus der Überlegung, weil man vielleicht nicht hundertprozentig sicher ist, ob wirklich die Legitimation des Verbandes selbst unter diesen vier Voraussetzungen gegeben ist. Was macht der Verband? Der nimmt noch einen Strohmann oder eine Strohfrau, die pro forma aufgeführt wird. Die Kosten zahlt vermutlich dann der Verband, wenn der Verband ein Interesse an diesem Verfahren hat. Und deswegen sind vielleicht diese Fragen auch nicht immer mit der entsprechenden Schärfe ausdiskutiert, wenn das Gericht findet, also wir wissen ungefähr, welches Spiel gespielt wird und das ist nicht negativ gemeint, dann kann man auch die Frage mal offen lassen, ob der Verband selbst legitimiert wäre oder nicht. Kommt aber natürlich relativ häufig vor, weil das ist natürlich auch ein Mittel der Verbände, vielleicht sich ins Rampenlicht zu rücken, auch nicht negativ gemeint. Wenn Sie als Verband vielleicht Spenden sammeln, können Sie sagen, wir haben uns gewehrt und vielleicht haben Sie dort auch noch gewonnen als Verband und so weiter. Deswegen die egoistische Verbandsbeschwerde relativ häufig, auch wenn Sie Entscheidungen lesen im Bereich dieser ideellen Anliegen und so weiter, kommt das recht häufig vor. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Stolperstein, man spricht hier von der egoistischen Verbandsbeschwerde. Obwohl, wenn Sie jetzt irgendwie, ich weiß nicht, welches Anliegen Sie besonders ideell finden, aber irgendwo im Bereich Tierschutz und so weiter, wären wir uns wahrscheinlich einig, wenn Sie für Tierschutz sind, dass das einigermaßen ideell ist. Trotzdem nennt es sich bei dieser Konstellation die egoistische Verbandsbeschwerde, weil es für den Verein selbst ist und er selbst in dem Sinne auftritt und selbst seine statutarischen Interessen geltend macht. Es ist aber ein komischer Begriff und ich werde Ihnen gleich die ideelle Verbandsbeschwerde noch zeigen. Das ist eine Beschwerde, insbesondere im Bereich des Umweltschutzes, Natur- und Heimatschutzes, die sich aufgrund spezialgesetzlicher Grundlagen ergibt. Die Begriffe egoistisch und ideell sind komisch, weil die Anliegen sind meistens die gleichen. Das hat sich einfach so eingebürgert und wie vieles, das sich irgendwie eingebürgert hat, bringt man es nicht mehr weg. Sollte Sie einfach nicht verwirren. Das, was ich Ihnen gesagt habe, was hier reine Praxisentwicklung ist, dass Sie nicht abgebildet sind, ist die egoistische Verbandsbeschwerde. Der Verband tritt in eigenem Namen auf, wenn diese vier Voraussetzungen gegeben sind. Juristische Person, statutarisches Interesse, viele Mitglieder betroffen und die Mitglieder selbst Beschwerde legitimiert. Kommen wir auf die ideelle Beschwerde gleich zurück. Noch. Sollte aber, glaube ich, auch klar sein, kommt relativ häufig vor. Der vielleicht, wie gesagt, schwierigste Punkt, Behörden und Gemeinwesen. Behörden und Gemeinwesen, da werde ich gleich noch etwas vertiefen anhand von 89. Wann kann das Gemeinwesen auftreten? Was heißt das? Wie ist es denn beispielsweise? Ihnen wird der Führer aus WAS weggenommen. Und, oh Wunder, vor dem kantonalen Verwaltungsgericht obsiegen Sie, aus welchen Gründen auch immer. Die Behörde, die sich so gefreut hat, Ihnen den Führerausweis wegzunehmen, hat verloren und muss Ihnen noch Parteientschädigung zahlen, im schlimmsten Fall. Kann jetzt diese Behörde diesen Fall weiterziehen, wenn sie vielleicht verfügt hat? Das ist nicht so klar, aber es ist ein nicht seltener Fall und ich werde genau diese Konstellation jetzt mit Ihnen ansehen, wann Behörden und Gemeinwesen das weiterziehen können. Vorinstanz in der Regel nicht. In der Regel kann die Vorinstanz das nicht weiterziehen, respektive sie kann es vielleicht als Gemeinde, was wir uns gleich ansehen werden, nicht irgendwie aufgrund der Tatsache allein, dass sie Vorinstanz ist. Sie ist nur ausnahmsweise Partei. Auch das haben wir uns schon früher angesehen. Überhaupt, wenn Sie die Verbindungen innerhalb der Vorlesung vorstellen müssen, wir haben, als wir über den Parteibegriff gesprochen haben, als wir über die Verfügung gesprochen haben, haben wir auch schon einen kurzen Blick auf Artikel 48 VfVG geworfen und Sie sehen, wer Anspruch auf eine Verfügung hat und wer legitimiert ist, ist offensichtlich weitgehend deckungsgleich. Wenn Sie an einer Streitsache ein schutzwürdiges Interesse haben und besonders berührt sind, wird man wahrscheinlich diesen Streit mit Ihnen auch mittels Verfügung klären müssen. Das sind die gleichen Voraussetzungen oder mindestens sehr ähnlichen Voraussetzungen. Komme aber jetzt wie angekündigt auf diese besonderen Beschwerde für Behörden und Gemeinwesen. Wie kann eine Behörde allenfalls selbst sich zur Wehr setzen? Ich beginne mit dem,
was typischerweise als Behördenbeschwerde bezeichnet wird. Geregelt in Artikel 89 Absatz 2 Litere a, hier Departemente, wenn die vor Bundesverwaltungsgericht verloren haben, in einem Fall, können sie grundsätzlich den Fall weiterziehen ans Bundesgericht. Was brauchen sie? Die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzt wird, das ist eine besonders schwierige Voraussetzung, weil sie wenden ja in der Zweifel Bundesverwaltungsrecht an. Das heißt, wenn ein Departement der Auffassung ist, hier ist offensichtlich Bundesverwaltungsrecht falsch angewendet worden, dann ist das Departement zur Beschwerde legitimiert. Das gilt übrigens auch im Kanton, wenn im Kanton ein Verfahren stattfindet, das ist relativ häufig, bei welchem Bundesverwaltungsrecht angewendet wird, irgendwo in einem Bergkanton sehr großzügig irgendwelche Ausnahmebewilligungen für Chalets erteilt werden, rein hypothetischer Fall, kann allenfalls das zuständige Departement hier intervenieren und sagen, das kantonale Verwaltungsgericht hat hier zu großzügig das bewilligt. Was ist die Funktion dieser Beschwerde? Überlegen Sie kurz. Durchsetzung vom Bundesrecht. Durchsetzung vom Bundesrecht soll hier entsprechend gesichert werden. Sie werden, wenn Sie die Kognition, das nächste Thema angesehen haben, vielleicht auch besser verstehen, weshalb es kein direktes Pendant gibt für das kantonale Recht. Sie werden verstehen, dass das Bundesgericht vor allem zur richtigen Anwendung von Bundesrecht aufgerufen ist und nicht zur richtigen Anwendung vom kantonalen Recht. Es gibt nicht eine direkte Entsprechung, dass das Bundesgericht auch irgendwie von den Kantonen angerufen werden kann. Aber die Bundesbehörden, insbesondere Departemente, allenfalls auch die Bundeskanzlei und die Bundesämter, wenn es vorgesehen ist, können auch eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erheben und so den Fall ans Bundesgericht weiterziehen. Und zwar, Sie sehen es ferner berechtigt, Sie können das grundsätzlich unabhängig von Artikel 89, also Sie müssen in dem Sinne nicht selbst betroffen sein, das macht Sinn, Ihre Funktion oder Ihr Interesse ist die richtige Anwendung von Bundesrecht. Litera B schenke ich Ihnen, dann die Autonomiebeschwerde. Das ist die Beschwerde, die fast immer von Gemeinden erhoben wird. Könnte allenfalls auch mal von Gemeindeverbänden und so weiter, wenn Sie sich das angesehen haben, erheben werden. Aber es ist die Gemeindebeschwerde. Das nennt sich die Autonomiebeschwerde, weil es geht in der Regel immer über Autonomiebeschwerde. Wann eine Gemeinde autonom ist, sagt Ihnen das allgemeine Verwaltungsrecht. Wenn Sie den wunderbaren Begriff, der einfach so immer gebracht wird und sich eingebürgert hat, eine Gemeinde ist autonom, wenn ihr in einem bestimmten Bereich eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit gibt. Und ich diskutiere immer sehr gerne, was der Unterschied zwischen erheblich und relativ erheblich ist, spielt keine Rolle. Relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit ist Autonomie. Sie werden das im Verwaltungsrecht kennenlernen. Eine Gemeinde kann sich hier zur Wehr setzen. Das ist die typische Beschwerdekonstellation der Autonomiebeschwerde. Und tatsächlich, auch das sehen Sie relativ häufig, Gemeinden sind durchaus prozessfreudig. Sie können sich gegen den Kanton zur Wehr setzen, die Stadt Zürich beispielsweise, wenn sie irgendwo rein theoretisch in Streit gerät mit dem Kanton Zürich. Der Kanton Zürich verfügt irgendetwas. Die Gemeinde, sprich die Stadt Zürich, ist der Auffassung, hier hat sie einen gewissen Autonomiebereich, der durch das Handeln des Kantons eingeschränkt wird, prozessiert das vor das kantonale Verwaltungsgericht, verliert dort, kann das grundsätzlich weiterziehen an das Bundesgericht. Kommt recht häufig vor. Kommt recht häufig vor, dass die Gemeinden eine Autonomiebeschwerde erheben. Soweit, so übersichtlich. Was die Übersichtlichkeit erschwert, ist, und das werde ich relativ ausführlich ansehen, weil das finden Sie nirgends irgendwie im Gesetzestext abgedruckt, ist, dass die Gerichte begonnen haben, also schon längere Zeit begonnen haben, den Gemeinwesen auch noch ein Beschwerde und Recht unter 89 Absatz 1 einzugestehen. Das gibt verschiedene Konstellationen. Das hat sich entwickelt aus Beschwerdekonstellationen,
wo das Gemeinwesen wie ein Privater betroffen gewesen ist. Das ist vielfach gewesen, wenn irgendwo, haben Sie vielleicht auch im Verwaltungsrecht schon gelehrt, die Gemeinden oder auch der Kanton oder eine andere öffentlich-rechtliche Körperschaft aufgetreten sind wie ein Privater. Ein Beispiel ist oder könnte sein, dass eine Gemeinde einen Vermögensgegenstand hat im sogenannten Finanzvermögen, der nur dazu dient, weitere Ressourcen zu generieren und ist irgendwo von einer öffentlichen Vorschrift tangiert. Genau gleich wie ein Privater. Das ist die eine Konstellation und dann hat das Bundesgericht noch entwickelt, ja, vielleicht muss man das etwas ausdehnen, wenn in besonderen hoheitlichen Befugnissen oder in hoheitlichen Befugnissen man betroffen ist. Kann man die Beschwerde auch noch erheben? Das werde ich Ihnen gleich zeigen, was das bedeutet, weil das ist weniger selbstverständlich und ist auch einigermaßen umstritten gewesen, ob es eine gute Idee ist, den Gemeinwesen noch ein allgemeines Beschwerderecht zuzubilligen, was eigentlich ursprünglich für die Privaten gedacht ist. Aber solche Fälle gibt es. Das Bundesgericht hat sich in einer Vielzahl von Fragen damit beschäftigt, wann ist das Gemeinwesen gestützt auf Artikel 89 Absatz 1 Beschwerde befugt. Und ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel, wo ich das auch durchspielen kann und Sie vielleicht verstehen, weshalb ich die Legitimation des Gemeinwesens etwas tiefer behandle, weil es eben ein bisschen unübersichtlich ist. Schließlich natürlich noch Spezialgesetz, das ist relativ simpel, das gibt es auch noch. Also es gibt 4 Konstellationen, in denen theoretisch ein Gemeinwesen eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erheben kann. Praktisches Beispiel, der Kanton Graubünden unterliegt vor dem kantonalen Verwaltungsgericht in einem Verfahren betreffend Erbschaftssteuer. Was heißt das? Vielleicht einfach kurz übersetzt, der Kanton Graubünden hat jemanden, eine Privatperson, besteuert. Sie sehen es gleich, geht immer um 30 Millionen Franken, hat aber verloren. Kantonales Verwaltungsgericht sagt, aus Gründen, die uns nicht interessiert, die Steuerforderung ist nicht gerechtfertigt. Der Kanton sagt, das ist falsch angewendet worden, das Kantonale Verwaltungsgericht hat das Steuerrecht nicht begriffen und überhaupt einer der Richter ist befangen gewesen. Hintergründe spielen keine Rolle. Sie können sich vorstellen, dass er eine zu große Nähe zum Streit gehabt hat oder diese Privatperson gekannt hat, die hier diese Steuern hätte bezahlen müssen. Der Streitwert im Einzelfall betrifft mehrere hunderttausend Franken. Und natürlich, wenn dieser Fall so angewendet werden muss, geht es um weitere Streitigkeiten, die fast 30 Millionen Franken ausmachen. Also durchaus für den Kanton Graubünden ein schöner Kanton, ein Kanton, der durchaus Ressourcen hat, aber 30 Millionen Franken haben oder nicht haben, ist nicht ein Pappenstiel im Kanton Graubünden. Erbschaftssteuergesetz gibt es nicht mehr, es ist nicht fortlaufend, die Streitigkeit, also sind abgeschlossene Fälle, weil heute die Rechtslage eine andere ist. Frage: Nachdem jetzt, Sie sehen die Konstellation, Sie haben auf der einen Seite das Verwaltungsgericht, da ist der Kanton nicht einverstanden, der Private, der ist sehr glücklich mit dem Entscheid des Verwaltungsgerichts, kann der Kanton Graubünden diesen Fall vor Bundesgericht weiterziehen. Die übrigen Voraussetzungen sind kein Problem, kennen Sie alles jetzt, Beschwerdeobjekt ist ein Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts, problemlos, Prozessweg vom kantonalen Verwaltungsgericht geht ans Bundesgericht, auch problemlos. Auch problemlos ist der Ausnahmekatalog. Im Bereich der Steuern gibt es keine Einschränkungen, die hier relevant wären. Also Sie sind grundsätzlich bei den Eintretensvoraussetzungen so weit gekommen, dass Sie jetzt an der Legitimation sind. Aber, das ist die entscheidende Frage, ist der Kanton Graubünden legitimiert? Jetzt kann ich mal das durchturnen, diese ganzen Voraussetzungen. Gibt es ein Spezialgesetz, das den Kanton Graubünden legitimiert? Antwort: Nein. Das ist simpel. Ist er eine Behörde nach Artikel 89 Absatz 2 Litera A BGG? Nein. Offensichtlich. Weshalb offensichtlich? Das sagt der Wortlaut klar. Wenn Sie zurückklicken, ich mache es jetzt nicht, sind nur Bundesbehörden. Departemente, Bundeskanzlei und unterstellte Institutionen der Departemente, wenn es gesetzlich vorgesehen ist. Die Behördenbeschwerde in diesem engen Sinn
vor Bundesgericht gibt es nur für die Bundesorgane. Der Kanton Graubünden ist kein Bundesorgan, damit die Behördenbeschwerde funktioniert nicht. Kann er auch eine Autonomiebeschwerde geltend machen? Leider nein. Er ist nicht Träger seiner eigenen Autonomie. Es geht um sein eigenes Recht. Er ist selbst der Rechtsträger. Die Autonomiebeschwerde ist nicht für den Kanton gedacht, sondern für diejenigen untergeordneten Verwaltungseinheiten, sprich die Gemeinden, die sich gegen den Kanton wehren. Das ist hier nicht der Fall und in dem Sinne auch keine Autonomiebeschwerde. Das heißt, es bleibt das allgemeine Beschwerderecht nach Artikel 89 Absatz 1. Ich werde Ihnen gleich erläutern, weshalb er nicht beschwert ist, was ungefähr so die Logik ist, wann man hier legitimiert ist und wann nicht. Das müssen Sie nicht im Einzelnen kennen, aber mal gesehen haben, ob man wie ein Privater betroffen ist oder respektive hier in hoheitlichen Interessen betroffen ist. Das zeige ich gleich etwas ausführlicher. Der Fall ist wunderschön. Jetzt sagen wir A bis D, das sollten Sie nachvollzogen haben oder sollte für Sie nachvollziehbar sein. Wenn Sie jetzt am Bildschirm sitzen, können Sie auch einen Kaffee holen und sich E, F und G entsprechend schenken. Aber einfach noch kurz zeigen, was das Bundesgericht noch weiter geprüft hat. Es gibt noch eine komplexe Frage, ja, kann man Verfahrensfehler ungeachtet der Legitimation der Sache geltend machen? Das ist relativ eine komplexe Rechtsprechung, kommt hier nicht zur Anwendung und dementsprechend auch nicht ein Grund, dass man darauf eingetreten ist. Ganz lustig, wirklich lustig, für mich völlig überraschend, Nichtigkeit der Verfügung. Haben Sie das im Verwaltungsrecht schon gehabt? Das ist jetzt schwer zu lesen. Leichtes Ja hätte ich aus Ihren Gesichtern gelesen. Wie kann man die Nichtigkeit geltend machen? Prozessual durchaus eine neckische Frage. Ich hätte gesagt, dass das sicher nicht, wenn man nicht legitimiert ist, hat man auch nicht die Nichtigkeit geltend machen. Das Bundesgericht kommt auf die originelle Idee, die Frage zu stellen, ob Nichtigkeit gegeben ist und ob der Kanton das geltend machen kann. Das hat es noch in ein, zwei anderen Fällen gemacht. Die Lehre, bin sonst nicht immer übermäßig kritisch, aber Kolleginnen und Kollegen und auch ich haben gesagt, das ist eine schlechte Idee. Also wenn man die Nichtigkeit einfach quer außerhalb jedes Verfahrens, kann man das irgendwie geltend machen. Das stimmt schon, das kann von jedermann geltend gemacht werden. Aber wenn man nicht legitimiert ist, kann man auch die Nichtigkeit nicht geltend machen. Das können Sie auch wieder vergessen. Aber lustigerweise, wenn Sie den Fall entscheiden, hat das Bundesgericht eine so ziemlich freihändige Nichtigkeitsprüfung durchgeführt. Das konnte man geltend machen und das aktuelle Interesse, könnte sich der Fall dann noch wiederholen und so weiter, hat man auch noch bejaht. Also E, F und G können Sie gerne durchstreichen, das müssen Sie sicher nicht wissen, aber einfach vielleicht zum die Turnübungen im Bereich der Legitimation etwas zu illustrieren, können Sie es gerne auch durchlesen. Wichtig ist A bis D, das sollten Sie gesehen haben, E, F, G ist exotisch, dass ich Ihnen jemals in dieser Konstellation etwas serviere, ist wahrscheinlich unmöglich und bei meinen Kolleginnen und Kollegen höchst unwahrscheinlich. Aber wenn Sie den Fall gelesen haben, geht es hier noch weiter und das Bundesgericht ist ziemlich originell darauf eingetreten, meines Erachtens falsch, wenn man die Beschwerdelegitimation bis und mit D ablehnt, ist Ende des Verfahrens, dann geht es nicht weiter mit einer freihändigen Nichtigkeitsprüfung. Komme aber zurück beim Punkt, der mir wichtig ist, Litera D, wann kann dann ausnahmsweise ein Kanton oder ein anderes Gemeinwesen das allgemeine Beschwerderecht anrufen? Das allgemeine Beschwerderecht nach 89 Absatz 1 und wie ein Privater auftreten? Das Bundesgericht hat sich zuerst überlegt, ist der Kanton hier betroffen wie ein Privater? Ist das irgendeine Streitigkeit, die auch ein Privater führen könnte? Und es ist rein zufällig, dass jetzt vielleicht eben der Kanton hier im Verfahren betroffen ist und er ist wie ein Privater eigentlich aufgetreten. Hier offensichtlich nicht. Wir würden wahrscheinlich alle gerne Steuern eintreiben können, können wir aber offensichtlich nicht. Das heißt, also private Interessen sind hier nicht betroffen, sondern es geht um hoheitliche Interessen. Was sagt das Bundesgericht? Ich lese vor. Das Gemeinwesen kann in bestimmten Fällen auch in hoheitlichen Interessen derart berührt sein, dass die Rechtsprechung von einem schutzwürdigen Interesse im Sinne von Artikel 89 Absatz 1 ausgeht. Das kann namentlich bei wichtigen vermögensrechtlichen Interessen der Fall sein.
Bei Eingriffen in spezifisch eigene Sachanliegen wird die Beschwerdebefugnis des Gemeinwesens bejaht, wenn es in qualifizierter Weise betroffen ist. Dies ist anzunehmen, wenn ein Hoheitsakt wesentlich öffentliches Interesse in einem Politikbereich betrifft, der ihm zur Regelung zugewiesen ist. Wenn Sie gerne etwas anstreichen, würde ich anstreichen, wesentliche öffentliche Interessen in einem Politikbereich. Das ist die Schlüsselform, an der das Bundesgericht auch in anderen Entscheiden festhält. Es muss eine Regelung sein, die eine gewisse Bedeutung hat für die Interessenwahrnehmung und die Aufgabenerfüllung des Gemeinwesens. In jedem Fall aber setzt die Beschwerdebefugnis zur Durchsetzung hoheitlicher Anliegen eine erhebliche Betroffenheit in wichtigen öffentlichen Interessen. Nochmal die gleiche Formulierung, einmal wesentlich, einmal wichtig, wird wohl das Gleiche sein, hoffen wir. Vorausgestützt auf die allgemeine Legitimationsklausel von 89 Absatz 1 BGG dürfen Gemeinwesen nur restriktiv zur Beschwerdeführung zugelassen werden. Das allgemeine Interesse an der richtigen Rechtsanwendung verschafft dem Gemeinwesen noch keine Beschwerdebefugnis. Das ist auch noch eine wichtige Aussage. Es ist auch noch wichtig, das jetzt auseinanderzuhalten. Gehen wir nochmals zurück zu 89.1 als Schlüsselbestimmung der heutigen Vorlesung. Bei 89 Absatz 2 Litera a Behördenbeschwerde der eidgenössischen Behörden. Dort ist genau das Interesse an der Durchsetzung des Bundesrechts. Die müssen nicht mehr zeigen. Es ist auch eben gefährlich, dass die Stieren diese verschiedenen Praxen vermischen. 89 Absatz 2 Litera a Behördenbeschwerde der Organe des Bundes, insbesondere Departemente, dort geht es einfach um die Durchsetzung vom Bundesrecht. Bei der allgemeinen Behördenbeschwerde hier nach 89 Absatz 1 muss es qualifizierter sein, restriktiv. Das allgemeine Interesse an der richtigen Rechtsanwendung genügt noch nicht, sondern es müssten qualifizierte Interessen sein. Das sind die allgemeinen Umschreibungen. Jetzt interessiert es Sie vielleicht, insbesondere wenn Sie im Kanton Graubünden noch Steuern zahlen, was hier entsprechend weiter ausgeführt wurde. Eine derart spezifische und qualifizierte Betroffenheit des Gemeinwesens ist vorliegend nicht ersichtlich. Zwar genießen die Kantone bei der Regelung der Erbschafts- und Schenkungssteuern einen erheblichen Gestaltungsspielraum und es kann sich dabei auch um einen namhaften Teil der Staatseinnahmen handeln. Indessen hat der Kanton Graubünden mit dem Gesetz, dessen Übergangsbestimmungen hier umstritten sind, die Nachlasssteuer für die Nachkommen als im häufigsten und wichtigsten Anwendungsfall gerade abgeschafft. Er hat damit kundgetan, dass es sich insoweit um einen entbehrlichen Teil seiner Gesetzgebung handelt und damit um Einnahmen, auf die er in Zukunft ganz verzichten kann. Mithin geht es für den Kanton Graubünden nicht mehr um einen wichtigen Regelungsbereich. Sie verstehen die Logik des Gerichts. Was ist hier dem Kanton zum Verhängnis geworden? An sich Regelung des Erbschaftssteuerrechts, doch, das wäre grundsätzlich wichtig. Aber da ja eigentlich dann im neuen Recht der Kanton Graubünden diese Steuer nicht mehr erheben will oder nicht mehr mindestens in diesem Sinne erheben will, schließt das Bundesgericht, damit kann es regelungstechnisch gesehen nicht so wichtig sein. Dann kommt noch der etwas lapidare Satz, den die Bündner sicher gerne gelesen haben. Das sind so die schönen bundesgerichtlich neutral formulierten, aber vielleicht etwas sticheligen Sätze. Der Umstand, dass es sich dabei um die Erfassung von recht zahlreichen Vorfällen mit einem Steueraufkommen von ca. 30 Millionen Franken handelt, vermag daran nichts zu ändern. 30 Millionen offenbar nicht genügend für die Legitimation. Das ist vielleicht auch noch interessant. Sondern es geht darum, ist es ein wichtiger Teil der kantonalen Gesetzgebung mit Blick auf diese besondere Konstellation des Bundesgerichtes nicht. Und Geld hat man ja, Geld spielt keine Rolle. Soweit zum Gemeinwesen in den verschiedenen Schattierungen. Behördenbeschwerde, Autonomiebeschwerde, ausnahmsweise Beschwerde, wie ein gewöhnlicher Beschwerdeführer bei ähnlich wie privater Betroffenheit und bei besonderen hoheitlichen Interessen. Sehen Sie das oder haben Sie dazu noch Fragen? Gut, dann würde ich noch etwas weitergehen, schon angekündigt, diese Fälle noch mit Ihnen ansehen. Das Ehepaar I und J führt seit 1981 ein Weingut im Kanton Luzern. Nachdem ein erstes und ein zweites Baugesuch für ein neues Betriebsgebäude
aufgrund natur- und baurechtlicher Gründe abgelehnt worden, reichten I und J ein drittes Baugesuch ein. Dieses wurde von der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission nur noch als leichte Beeinträchtigung angesehen und respektierte die Vorgaben eines in dieser Sachen erfolgten Bundesgerichtsentscheides. Daraufhin erteilte die zuständige Gemeinde die Baubewilligung für die geplante Wohnnutzung und den Aubau in der Bergstraße und wies die Nachbarn, also die verschiedenen Ansprachen der Nachbarn ab. Das Kantonsgericht Luzern wies die Beschwerden der Einsprecher ebenfalls ab. Diese gelangen ans Bundesgericht. Einer der Einsprecher ist Nachbar A. Seine Parzelle befindet sich weniger als 100 Meter vom Bauvorhaben und nur rund 20 Meter von der Bergstraße entfernt. A hat von seiner Parzelle aufgrund der dazwischenliegenden Scheune und Hecke keinen direkten Blickkontakt zum bekannten Betriebsgebäude. Ich sehe, ich habe Ihnen hier den Bundesgerichtsentscheid nicht angegeben. Den habe ich nicht selbst erfunden. Das kann ich vielleicht dann noch nachtragen. Sehe ich das gerade? Ja, das ist, wenn ich es richtig sehe, 140-2-214. Wer das aber auch noch nachtragen, wenn ich es nicht vergesse auf den Folien, wenn Sie das im Original nachlesen wollen. Nehme nicht an, dass Sie den Fall kennen. So Hand aufs Herz, was denken Sie? Ist man hier zur Beschwerde legitimiert? Ist man nahe genug? Was würden Sie denken? Ich habe die Fürchtung, wenn ich es abstimmen lassen würde, hätte ich ungefähr 96% Enthaltung. Deswegen mache ich das nicht. Ja, ist hier legitimiert gewesen? Ist hier legitimiert gewesen? Was ist grundsätzlich so die Faustregel? Wobei, man muss immer aufpassen, im Einzelfall kann es anders sein. So unter 100 Meter wird die Legitimation meistens legitimiert. 100 Meter Luftlinie ist relativ noch einiges. Je nachdem, wo Sie bauen, sind mit 100 Meter haben Sie relativ viel mögliche Einsprechende. Das ist so die eine Faustregel, unter 100 Meter tendenziell ja. Es sei denn, man kann sagen, dass beim besten Willen sieht man jetzt nicht, wie man hier gestört sein könnte von dieser Baute. Über 100 Meter dort, wenn es besondere Emissionen sind. Wenn Sie irgendein Getriebe haben, das zuverlässig 3 Kilometer weit stinkt. Mastbetrieb vielleicht am liebsten, Schweinemast ist besonders beliebt bezüglich Geruchsemissionen. Dort würde man wahrscheinlich sagen, ist der Beschwerdekreis noch größer. Dort, das stinkt zuverlässig über die 100 Meter hinaus. Wo das ungefähr wäre, würde wahrscheinlich mit der Größe und der Häufigkeit der Emission zusammenhängen und so weiter und so fort. Aber die Faustregel wäre, über 100 Meter müssen Sie irgendwie sagen, doch, ich sehe, es ist mehr als 100 Meter, aber diese Emissionen, die betreffen mich dann schon. Schutzwürdiges Interesse und besondere Betroffenheit muss hier konkretisiert werden anhand dieser Logik. Wie nahe sind Sie und wie stark ist Ihr Interesse daran, dass eben vielleicht dieser Schweinemastbetrieb oder hier dieses Betriebsgebäude nicht gebaut wird? Bei Weingut weiß ich nicht genau, ob das dermaßen emissionslastig wäre, aber wenn Sie bei 100 Meter oder bei 20 Meter im Zweifel sind, Sie legitimiert. Einfach so als Gefühl und den Rest können Sie in einem konkreten Fall begründen. Nochmals ähnliches Beispiel, einfach um, dass Sie hier eine Hausnummer in Anführungszeichen mal gesehen haben. Wie ist es denn im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Tickets im Hallenstadion eröffnet die WEKO, Wettbewerbskommission, eine kartellrechtliche Untersuchung gegen die Hallenstadion Zürich AG und die Zürcher Turner AG? Sind Sie vielleicht betroffen? Könnte ja sein, dass Sie ab und zu Tickets kaufen. In diesem Verfahren sprach die WEKO und den Konkurrenten Starticket und Ticketino und Ticketportal Parteistellung zu. Das habe ich Ihnen schon angekündigt. Sie sehen, Legitimation und Parteistellung sind sehr ähnlich. Sie können dann unterschiedlich beurteilt werden von unterschiedlichen Instanzen, aber Sie sehen, das ist offenbar ein Grenzfall oder mindestens hier ist schon mal wahrscheinlich nicht so offensichtlich gewesen, sind das auch Parteien? Antwort der WEKO mit den gleichen Überlegungen, wie nahe sind denn die an diesem Streit? Antwort der WEKO, die sind nahe genug. Und wir werden uns gleich überlegen, was dann diese Beziehungsnähe ausmacht. Die können hier Parteistellung erheben, das heißt, sie können Anträge, Beweisanträge etc. in diesem Verfahren stellen und als Partei vermutungsweise sind sie auch legitimiert, weil das sind grundsätzlich die gleichen Anforderungen, als Partei zu sein oder beschwerdelegitimiert zu sein.
Im November 2011 stellte die WEKO die Untersuchung ein, hat offenbar nichts gefunden. Dagegen erhoben die Konkurrentin 123 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht trat mangels Beschwerdebefugnis auf die Beschwerde nicht ein. Was denken Sie? Sie sehen vielleicht einfach kurz noch prozessual, wo sind wir gewesen. Die WEKO hat verfügt, im Sinne einer Einstellung verfügt. Wir sind im bundesrechtlichen Zug. Da kommen wir an das Bundesverwaltungsgericht, kein Ausschluss. Das Bundesverwaltungsgericht sagt dann, Moment, die sind nicht legitimiert und tritt entsprechend nicht darauf ein. Das ist ein Endentscheid, Artikel 90, wenn Sie zurückdenken. Kann man dagegen etwas machen? Grundsätzlich ja. Der Streit über die Legitimation kann vor Bundesgericht geführt werden. Das Bundesgericht muss die Frage stellen, ja, kann man sich jetzt hier zur Wehr setzen gegen diese Einstellung oder eben nicht. Was ist hier bei Unternehmen, was denken Sie, hätten Sie ein Gefühl, was ungefähr reicht? Reicht das nicht? Ja, was denken Sie? Es ist richtig, gleiche Branche, das ist auch ein gutes Stichwort. Sie erinnern sich vielleicht an die Wirtschaftsfreiheit und die Besonderheiten der Wirtschaftsfreiheit im Zusammenhang mit dem Schutz der Rechtsgleichheit direkter Konkurrenten und Konkurrenten. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit, reicht aber vielleicht noch nicht, dass sie direkte Konkurrenten sind. Es ist klar, dass wenn sie nicht in der gleichen Branche sind, ist offensichtlich, dass sie nichts damit zu tun haben. Sie sind in der gleichen Branche, sie würden aber sagen, eher nicht. Das sagt das Bundesgericht grundsätzlich auch. Das Bundesgericht sagt, dort, wo es einfach um den allgemeinen Wettbewerbsdruck geht, dieser Konkurrent passt mir nicht, der wird in einer anderen Konstellation zugelassen und deswegen erleide ich einen Nachteil. Das reicht in der Regel nicht. Also wenn Sie, um das beliebte Thema Anwaltsprüfung nochmals kurz aufzunehmen, wenn Sie später Anwältin und Anwalt sind, und Sie denken, um Gottes Willen, was hat jetzt Herr Uhlmann in der Prüfung zugelassen und mit ihm noch die anderen Prüfenden, das ist ja völlig unzureichend, wie die Leute hier ausgebildet sind, sind Sie nicht nah genug. Die Tatsache allein, dass neue Anwältinnen und Anwälte Ihnen Konkurrenz machen, das würde sicher nicht reichen. Hier ist die Nähe wahrscheinlich nicht so klar. Was ist hier vielleicht besonders? Es gibt viel weniger Anbieter. Es ist ein sehr kleiner Markt, das ist ein kleiner Markt und auch noch nicht unwesentlich, mindestens zwei dieser Beschwerdeführerinnen waren nahe genug, dass sie durch das angeblich kartellrechtliche Verhalten Umsatzeinbußen glaubhaft machen konnten. Also wenn Sie in sehr kleinem Markt sind, relativ enge Verhältnisse, wo Sie sozusagen der Vorteil des einen wahrscheinlich rasch der Nachteil des anderen ist, Sie zeigen können, dass Sie durch diese Vereinbarung, die gestritten wurde, zwischen Hallenstadion und Ticketkorner AG, dass das die anderen ausgeschlossen hat und sie Umsatzeinbußen gehabt haben, das reicht dann, weil man sagt, hier ist die Nähe groß genug. Die allgemeine Konkurrenz in einem relativ größeren Markt würde nicht reichen. Hier hat das Bundesgericht für zwei Beschwerdeführer gesagt, ja, die sind nah genug, das war ihr Markt, sie hatten wahrscheinlich Marktanteile verloren, das ist glaubhaft dargelegt, deshalb waren sie legitimiert. Gleiche Logik eigentlich wie bei den Nachbarn, wie nahe sind sie, wie sind ihre Interessen betroffen, hier Umsatzeinbußen, relativ kleiner Markt, relativ kleine Anzahl von Personen, die hier es geltend machen können. Klammer auf, vielleicht ein Fall, der nicht entschieden worden ist und wahrscheinlich noch nie entschieden wird. Wie wäre es gewesen, die ganze, und ich erspare Ihnen die Details, die ganze Rettung der CS und UBS. Wie wäre es gewesen, wenn zum Beispiel die Raiffeisenbanken gesagt hätten, Moment mal, die UBS bekommt die CS zu einem absoluten Schnäppchenpreis. Wir sind in einem Markt, bei dem es einige Player hat, aber also
das kann wohl nicht sein, wenn jetzt die UBS hier die CS sozusagen geschenkt bekommt. Haben wir einen Nachteil oder nicht? Wir haben es diskutiert. Ich bin nicht sicher, wie die Antwort der Gerichte gewesen ist. Mindestens nach meinem Kenntnisstand haben keine konkurrenzierenden Banken die Verfügungen angefochten, die dazu geführt haben, dass die CS und die UBS fusioniert haben, respektive die UBS die CS übernommen hätte. Aber es wäre noch ein neckischer Fall unter der Legitimation gewesen, wo ich nicht sicher bin, was die Gerichte entschieden hätten. Wären die anderen Banken nahe genug gewesen, immer unter der Prämisse, die natürlich umstritten gewesen wäre, dass die UBS wirklich einen Vorteil gehabt hätte, hätte eine andere Bank sagen können, ich bin mit der UBS in gewissen Punkten in ziemlich direkter Konkurrenz, bei gewissen Kunden, wenn jetzt die UBS hier ein Schnäppchen macht und die CS zu einem viel zu billigen Preis übernimmt, habe ich einen direkten Nachteil. Bin nicht sicher. Vielleicht eher nicht, vielleicht ist der Markt für Bankdienstleistungen eben doch groß genug, dass man sagen könnte, es ist nicht so eng wie hier bei Ticket Corner, aber wäre interessant gewesen, man kann natürlich sagen, vielleicht gut für den Bankenplatz ist es nicht zu diesen Streitigkeiten gekommen, mindestens nicht nach meinem Kenntnisstand, aber wäre wahrscheinlich so in der Logik ein Grenzfall, relativ großer Markt, aber vielleicht sehr ein singulärer Vorfall mit vielleicht großen wirtschaftlichen Implikationen auch für die Konkurrenz. Hätte man diskutieren können, ob hier die Legitimation ausgereicht hätte oder nicht. Grundsätzlich glaube ich aber auch klar, vielleicht einfach auch nochmals hier, diese Drittbeschwerden sind nicht irgendwo im Gesetz, also explizit angesprochen, das ist Praxis zu Artikel 89 Absatz 1, respektive zu Artikel 48 VfAG. Fünfter Punkt ist vielleicht etwas Interessantes. Stanislav Studiosus behauptet, Behördenbeschwerden nach Artikel 89 Absatz 1 BGG widerspricht dem Prinzip der Verjüngung oder Verengung des Prozessweges nach oben. Erste Frage vielleicht einmal, und das ist durchaus, wenn Sie sich den Prozess vorstellen, eine vielleicht nützliche Überlegung. Was bedeutet es, dass der Prozessweg gegen oben enger wird? Können Sie sich darunter etwas vorstellen? Sie haben es vielleicht in einem anderen Kontext auch schon, haben wir es mindestens indirekt vielleicht etwas thematisiert, der Prozesskern gegen oben nicht größer weiter werden. Ja? Das ist richtig, also das ist auch ein Bereich, der absolut die Kognition, es ist sehr atypisch. Das ist ein guter Punkt, dass Sie plötzlich weiter oben im Verfahren mehr Rügen anbringen können, als Sie unten anbringen können. Sie werden genau das nächste Mal oder beim nächsten Thema sehen. Die Kognition des Gerichtes wird gegen oben enger. Die Gerichte können typischerweise weniger oder am meisten prüfen auf der ersten Instanz. Bei einer Behördenbeschwerde prüfen Sie, Sie werden es von mir hören, praktisch alle Rechtsfragen oder alle Fragen, die sich stellen, die können falsch. Das Bundesgericht prüft dann teilweise relativ eng im Wesentlichen die falsche Anwendung von Bundesrecht und der falschen Anwendung auch des Bundesverfassungsrechts. Das ist ein gutes Beispiel, wo sich der Rechtsweg verhängt. Klammer auf, deswegen der Ärger des Bundesgerichts, dass vor der EGMR plötzlich Dinge gerügt werden können, die von dem Bundesrecht nicht mehr gerügt werden konnten. Das ist ein Prozessual. Neckisches Problem, dass das Bundesgericht sich beklagt, dass vor dem EGMR plötzlich Dinge gerügt werden konnten oder können, die von dem Bundesgericht nicht mehr gerügt werden konnten. Das ist eigentlich atypisch. Das ist ein Bereich, wo sich das Verfahren verengt, weniger Rügen, Kognition wird enger. Wir haben über den Streitgegenstand gesprochen, Beschwerdeobjekt und Streitgegenstand. Wenn irgendwo mal Einheit besteht über eine bestimmte Frage, können Sie den Streit nicht weiter oben wieder öffnen. Wir haben über den Streitgegenstand gesprochen, dass vielleicht bei einer Demonstration nur noch streitig ist eine bestimmte Auflage. Es kann nicht sein, dass plötzlich vor Bundesgericht dann der ganze Streit wieder sich öffnet. Wenn mal der Streitgegenstand auf eine Frage sich vor dem Kanton- und Verwaltungsgericht reduziert hat, können nicht wieder Sachen kommen, die vorher nicht das Thema gewesen sind. Und Sie sehen vielleicht auch eine Bestimmung, die sich mit dieser Verjüngung beschäftigt. Wenn Sie
klicke ganz zurück auf diese Folie kommen, sehen Sie eigentlich diese formelle Beschwerde. Es ist atypisch, dass irgendwie plötzlich noch neue Beschwerdeführer hinzukommen. Das heißt, wenn Sie mal sich entschieden haben, nicht mitzumachen, vielleicht wären Sie legitimiert gewesen als Nachbar. Vielleicht wären Sie legitimiert gewesen, aber wenn Sie sagen, ach nein, interessiert mich doch nicht das Verfahren, können Sie ja nicht auf Stufe des Bundesgerichts plötzlich sagen, ah doch, jetzt habe ich doch ein Interesse. Auch Artikel 48 Absatz 1 Litera hat eigentlich die Logik, dass tendenziell, je weiter wir im Verfahren fortschreiten, weniger Parteien noch dabei sind. Wer mal nicht mitgemacht hat, macht nicht mehr mit. Und jetzt, diese Verjüngung findet tatsächlich genau hier eine gewisse Ausnahme. Die Departemente des Bundes können hinzutreten, auch wenn sie nicht das kantonale Verfahren insgesamt ganz durchgespielt haben. Die Kantone, kantonalen Verwaltungsgerichte und die Behörden stellen den Bundesbehörden die entsprechenden kantonalen Gerichtsentscheide zu in ihrem betreffenden Bereich. Und das ist eine der überraschendsten Erfahrungen, die man machen kann als Privatpartei. Sie haben vor dem kantonalen Verwaltungsgericht obsiegt, irgendwo in einem Bauprozess. Und Sie denken, jawohl, jetzt ist alles gut. Und plötzlich kommt ein Bundesamt oder ein Departement, erhebt die Beschwerde ans Bundesgericht, gestützt auf 89 Absatz 2 Liter A, weil, was weiß ich, beispielsweise nach Meinung des Bundesamtes für Umwelt, wenn es beschwerdelegitimiert ist, hier das Umweltschutzrecht des Bundes falsch angewendet worden ist. Und tatsächlich, diese Aussage ist richtig, ist eigentlich atypisch. Überall, wenn wir den Prozess uns vorstellen, wären die Rechtsfragen weniger, wären die Streitgegenstände wären weniger, die Parteien wären weniger, mit Ausnahme dieser Behördenbeschwerde. Dort ist nicht vorgesehen, ist keine formelle Beschwerde notwendig, dass die Behörde, die Bundesbehörde schon mitwirkt. Die muss nicht bei jedem kleinen Gemeindestreit, was weiß ich, irgendwo schon mit involviert sein. Sie kann erst hinzutreten auf Stufe der letzten kantonalen Instanz, sprich beim kantonalen Verwaltungsgericht. Sodass ich sagen würde, ja, das stimmt. Es ist atypisch, diese Behördenbeschwerde kommt sozusagen wie Deus ex machina, plötzlich noch eine Bundesbehörde, die mitmischt. Das ist ungewöhnlich. Man sollte ihm bewusst sein, die formelle Beschwerde verhindert das eigentlich bei der Behördenbeschwerde und nur bei der Behördenbeschwerde ist das anders. Hier kann plötzlich eine Bundesbehörde hinzutreten. Begründung habe ich Ihnen schon gegeben. Man sagt, die richtige Anwendung von Bundesrecht gehört zu den Aufgaben der Bundesbehörden. Und eine Möglichkeit, das durchzusetzen, ist auch die Teilnahme von Verfahren vor Bundesgericht. Und auch die Einleitung eines solchen Verfahrens gehört eben dazu. Letztes Thema, ich habe es auch angekündigt, noch die ideelle Verbandsbeschwerde. Die richtet sich grundsätzlich nach Spezialgesetz. Ich habe Ihnen schon gesagt, das ist das Gegenstück zur egoistischen Verbandsbeschwerde. Ich habe Ihnen auch schon gesagt, etwas unglücklich, diese Begriffswahl, aber die Begriffswahl ist eben so, wie sie ist. Sie sehen, oder ich habe Ihnen zwei, die wichtigsten, mit absolut wichtigsten Bestimmungen mitgebracht, wo wir solche ideelle Verbandsbeschwerden finden. Wir finden sie im USG, Umweltschutzgesetz, und wir finden sie gleich beim nächsten im Natur- und Heimatschutzgesetz. Wer ist dort legitimiert? Gegen Verfügung der kantonalen Behörde oder Bundesbehörde über die und so weiter und so fort steht in der Umweltschutzorganisation ein Beschwerdeunterrecht unter folgenden Voraussetzungen zu. Sie müssen gesamtschweizerisch tätig sein, sie folgen rein ideelle Zwecke, allfällige wirtschaftliche Tätigkeiten müssen sie zur Erreichung der ideellen Zwecke erfüllen. Deswegen hier kommt auch dieser Begriff ideelle Verbandsbeschwerde her, auch wenn er wie gesagt nicht glücklich ist. Es steht Ihnen zu, wenn Sie seit 10 Jahren in diesem Bereich tätig sind. Der Bundesberat zeichnet diese Organisationen. Es ist das Exekutivorgan, Vereinsvorstand oder ähnlich, das hier Beschwerde ist. Und ja, Absatz 5 schenke ich Ihnen. Sehr ähnlich Artikel 12 Natur- und Heimatschutzgesetz.
Auch hier gesamtschweizerische Tätigkeit sehen Sie, rein ideelle Zwecke. Sie müssen 10 Jahre tätig sein. Der Bundesrat bezeichnet die Organisationen und auch wieder das Exekutivorgan. Kurze Frage. Weshalb ist es extrem einfach zu wissen, ob eine solche Organisation beschwerdelegitimiert ist oder nicht? Kann man fast nicht falsch machen. Woraus sehen Sie, dass das, oder was müssen Sie, eigentlich müssen Sie nur etwas machen. Es ist gesetzestechnisch etwas speziell, ja. Bitte? Jetzt habe ich es einfach. Ich habe es immer noch gern. Ja, Gründungsjahr, nein, noch viel einfacher. Das wäre, nein. Viel zu schwierig. Gründungsjahr viel zu schwierig. Noch einfacher. Das ist etwas antiklimatisch. Sie schauen einfach schlicht die Verordnung des Bundesrates an. Die Voraussetzungen sind gegeben, aber wenn Sie wissen wollen, ob diese Beschwerde legitimiert ist, es steht in der Verordnung des Bundesrates. Sie werden alle einzeln aufgeführt. Gesetzestechnisch etwas atypisch, dass sozusagen eine Verordnung einzelne Organisationen nennt, aber die ideelle Verbandsbeschwerde ist einfach. Diese Voraussetzungen sind die Voraussetzungen, dass der Bundesrat sie in diese Liste nimmt. Aber wenn sie in dieser Liste sind, wissen sie eigentlich, dass sie legitimiert sind. Also sie müssen nicht noch nachprüfen, ob der Bundesrat die zu Recht aufgenommen hat, sondern wenn die in der Liste des Bundesrates sind, sprich in der entsprechenden Verordnung, dann sehen Sie schlicht, ob diese Organisation beschwerdebefugt ist. Das macht es sehr einfach. Sie müssen eigentlich im Gegensatz zur egoistischen Verbandsbeschwerde hier nur die Verordnung nachsehen, durchlesen, sind Sie dabei. Wenn Sie dabei sind, sind Sie legitimiert. Wenn Sie nicht dabei sind, im Zweifel nicht. Das wäre die Legitimation gewesen. Haben Sie noch Fragen, Bemerkungen? Ja, bitte. Die vierte Verbandsbeschwerde, ich klicke nochmal zurück, ist eigentlich, dass Sie selbst legitimiert wären. Also, dass Sie bei dieser Konstellation, Sie wären, die Mitglieder wären selbst Beschwerde legitimiert. Und viele müssen selbst legitimiert sein, aber auch das einzelne Mitglied müsste legitimiert sein. Also, wenn das, das müsste die Beschwerde erheben können. Gut. Gut, dann habe ich sogar etwas Zeit, was mich in die unglaubliche Lage versetzt, etwas gegenüber dem Zeitplan aufzuholen. Und Ihre Aufmerksamkeit vorausgesetzt, ist das die richtige? Nein. Nein, das sieht sehr nach einem Déjà-vu aus. Das war der falsche Foliensatz. Ja, das sieht besser aus. Kognition und Verfahrensabschluss. Wichtiges Thema. Verfahrensabschluss sind gewisse Punkte, werden Sie sehen, die Sie auch schon mit mir mindestens teilweise angesehen haben. Aber sagen wir, das Hauptthema ist die Kognition, die Rügen. Was kann jetzt ein Gericht prüfen? Welche Fehler können Sie geltend machen? Und hier kann ich Ihnen eigentlich gerade zu Beginn eigentlich die wichtigste Bestimmung zeigen, und wenn Sie die wichtigste Bestimmung gesehen und vor allem verstanden haben, haben Sie eigentlich die Kognition fast schon begriffen. Dann kommen noch ein paar Stolpersteine, aber die Hauptaussage ist eigentlich in Artikel 49. Nicht die Hauptaussage, aber die Logik einer Prüfung der Kognition ist in Artikel 49 angelegt. Artikel 49 sagt Ihnen, oder anders gesagt, Artikel 49 ist das Maximum. Ich habe mal gesagt, früher in der Vorlesung, das ist das Nirvana der Beschwerdegründe. Mehr als Artikel 49 VWVG geht nicht. Gibt auch grundsätzlich keine anderen Fehler, die nicht in Artikel 49 VWVG abgedruckt sind. Das heißt, wenn Sie irgendwo mal gefragt würden, was kann man alles geltend machen, nehmen Sie Artikel 49 VfVG hervor und Sie haben die vollständige Liste von dem, was man als Fehler vor einem Gericht oder einer Behörde geltend machen kann. Das Schöne ist auch, die Logik
ist die gleiche für die Kantone. Auch dort gibt es die entsprechenden Bestimmungen, die das ähnlich regeln. Und auch, wenn Sie Artikel 49 verstanden haben, werden Sie sehen, beim Bundesgericht ist es etwas enger, wie wir es auch vorher diskutiert schon haben, bezüglich eines Votums eines Studierenden. Aber es sind immer die gleichen Beschwerdegründe, die wir diskutieren müssen. Kann das Gericht sie prüfen oder kann sie das Gericht nicht prüfen? Was haben Sie? Verletzung von Bundesrecht. Auf der Stufe des Bundes. Wir sind beim Bund, deswegen steht hier Bundesrecht. Und kantonales Recht macht hier keinen Sinn. Beim Bundesgericht wird es dann etwas anspruchsvoller, aber beim Bund ist klar, vor dem Bundesverwaltungsgericht sind wir bei der Verletzung von Bundesrecht. Ich komme gleich zurück auf einschließlich Überschreitung und Missbrauch des Übermessens. Zweiter Punkt, Sachverhaltsfehler. Sachverhaltsfehler, Sie wissen, wie der Sachverhalt ermittelt wird. Sie kennen die Grundprinzipien, wie der Sachverhalt ermittelt wird. Das will ich nicht alles nochmals aufnehmen. Beweismaßnahmen und so weiter haben wir uns alles angesehen. Wenn dort etwas schief geht, wenn der Sachverhalt falsch ermittelt wird, dann können Sie das geltend machen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Und Sie können als drittes geltend machen die Unangemessenheit, den Ermessensfehler, den allgemeinen Ermessensfehler. Es kommt hier wieder mit einer gewissen Liebe und einer gewissen Verwirrlichkeit, respektive führt irgendwie die Studierenden dazu, dass es irgendwie der Beschwerdeweg Bund, Kantone sich irgendwie hin und her kreuzt. Das ist aber nicht der Fall. Die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine Kantonalbehörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. Ich sage nochmals, Bundesverwaltungsgericht hat kaum kantonale Vorinstanzen. Das ist die absolute Anomalie, die hier herumgeistert, die Sie aber nicht stören sollte. Also drei Punkte sehen Sie. Es gibt den Rechtsfehler, falsche Anwendung von Recht. Es gibt den Sachverhaltsfehler, falsche Ermittlung des Sachverhaltes. Und es gibt den Ermessensfehler. Alles das kann man rügen. Sie werden gleich sehen, dass in der Praxis dann vielleicht doch gewisse Einschränkungen kommen, aber Sie sollten zunächst mal mitnehmen, was Ihnen Artikel 49 sagt. Artikel 49 sagt Ihnen vor dem Bundesverwaltungsgericht, wenn Sie den Gesetzestext ernst nehmen und den Gesetzestext lesen, kann man alles geltend machen. Ich werde gleich noch zurückkommen auf die Unterscheidung, wann ist ein Ermessensfehler ein Rechtsfehler. Technisch können Sie sagen, von dem Bundesverwaltungsgericht interessiert mich das nicht besonders, theoretisch, weil auch der kleine Ermessensfehler, die Unangemessenheit, kann gerügt werden. Ich komme auf das zurück. Einen Punkt möchte ich noch vorwegnehmen, vielleicht mit etwas, er ist nicht so häufig, aber ist vielleicht auch etwas, was Sie hier nicht sehen und vielleicht, wenn es dann wirklich kommt als Problem, ein gewisser Stolperstein ist, auch wenn Sie andere Prozessrechtsordnungen sich ansehen. Wenn die Beschwerdelegitimation gegeben ist, und das ist ein Bezug zur Beschwerdelegitimation, der nicht ganz einfach ist, können grundsätzlich alle Rügen erhoben werden, ungeachtet der Schutzrichtung der als verletzt gerügten Norm. Sie haben das auch bei dem Lehrbuch Kinner-Rötscher-Kuhn. Dort sprechen die Autorinnen und Autoren von rügenbezogene Beschwerdebefugnis. Was heißt das? Das, denke ich, ist nicht ganz trivial, was damit gemeint ist, wo wir eine Überschneidung haben. Die Kurzfassung ist, wenn Sie mal über die Legitimation hinausgekommen sind, können Sie innerhalb des Rügespektrums alles geltend machen. Beispiel, das ich Ihnen hier geben kann, das vielleicht sinnvoll ist. Um zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten berechtigt zu sein, wird neben der formellen Beschwerde verlangt, dass der Beschwerdeführer über seine spezifische Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheids zieht. Das kennen Sie, Legitimations. Die Nähe der Beziehung zum Streitgestand muss bei Bauprojekten insbesondere in räumlicher Hinsicht gegeben sein. Haben wir geübt mit den Nachbarn. 100 Meter oder sonst besondere
Einfluss. Liegt diese besondere Beziehungsnähe vor, braucht das Anfechtungsinteresse nicht mit dem Interesse übereinzustimmen, das durch die vom Beschwerdeführer als verletzt bezeichnete Norm geschützt wird. Er kann daher die Überprüfung im Lichte all jener Rechtssätze verlangen, die sich rechtlich oder tatsächlich in dem Sinne auf seine Stellung auswirken, dass ihm im Falle des Obsiegens ein praktischer Nutzen entsteht. Nicht zulässig ist hingegen, dass von Beschwerdrügen mit dem einzigen allgemein öffentlichen Interesse an der richtigen Anwendung des Rechts, Popularbeschwerde, verlangt wird, ohne dass dem Beschwerdeführer im Falle eines Obsiegens ein Vorteil entspricht. Das ist die theoretische Umschreibung dieses Problems, wo ich davon ausgehe, das ist noch einigermaßen komplex und vielleicht noch nicht ganz selbsterklärend, auch wenn es selbstverständlich absolut zutreffend ist. Aber das Beispiel finde ich sehr schön, weil es eigentlich das zeigt, worauf es nicht ankommt. Entsprechend diesen Grundsätzen können bei der Planung von Hochspannungsleitungen die in räumlicher Hinsicht betroffenen Personen nicht nur Mängel des Projekts in ihrer unmittelbaren Umgebung geltend machen, sondern innerhalb des Planungsperimeters die Notwendigkeit des Neubaus und die Linienführung in Frage stellen, soweit der gerügte Mangel zur Aufhebung oder Änderung der Linienführung im Nahbereich dieser Person führen und ihnen damit einen konkreten Vorteil verschaffen könnte. Was heißt jetzt das? Was heißt jetzt das? Hochspannungsleitungen sind nicht immer beliebt. Was prüfen Sie, ob Sie gegen eine Hochspannungsleitung etwas tun können? Frage ist relativ einfach. Sie schauen sich die Linienführung an. Kommt ein Hochspannungsmast nahe genug irgendwo an Ihr Gebäude oder was auch immer Sie besitzen, heran, dass Sie legitimiert sind? Das ist die Frage der Legitimation. Kommt es bei einer Hochspannungsleitung, 50 Masten, irgendwo ein Mast so nahe oder sonst irgendein anderes Gebäude dieser Hochspannungsleitung, dass Sie legitimiert sind? Das ist vierter Punkt, Legitimation. Bei der Kognition stellt sich nun die Frage, ja, können Sie sagen, dieser Mast, der darf nicht vor meinem Haus stehen? Oder können Sie auch sagen, diese ganze Hochspannungsleitung darf nicht gebaut werden? Antwort, das Zweite, das reicht. Wenn Sie irgendwo bei diesem Bauprojekt sagen können, da sind Rechtsnormen verletzt worden, und das hat dann zur Folge, dass Ihr Mast auch nicht gebaut wird, dann können Sie das ohne weiteres geltend machen. Sie müssen nicht spezifisch dann bei jeder Rüge noch prüfen, würde das Sie auch noch betreffen oder nicht, sondern allein die Tatsache, dass vielleicht das Projekt nicht so gebaut wird und der Mast nicht dorthin kommt, wo Sie ihn nicht gerne hätten, das reicht. Es ist nicht diese, wie sagt es Frau Kühner, damit ich es richtig zitiere, rügenbezogene Beschwerdebefugnis. Sondern wenn Sie mal im Verfahren drin sind, können Sie alles geltend machen, das am Schluss dazu führt, dass vielleicht diese Starkstromleitung überhaupt nicht gebaut wird. Sie können natürlich nichts geltend machen, was etwas betrifft, wo am Schluss Ihr Mast genauso steht, wie er steht. Aber wenn es irgendwie zur Folge hat, dass der Mast nicht gebaut wird, dann spielt es keine Rolle, ob die Norm irgendwie Rechtsstellung schützt oder sonst irgendetwas oder wie sie sonst zum Bauprojekt stehen. Das ist nicht notwendig. Das ist nicht ganz trivial und teilweise auch wird dann die Kognition und die Legitimation vermischt. Das ist wichtig. Legitimation ist, kommen Sie ins Verfahren rein und wenn zu Ihren Gunsten entschieden wird, nützt Ihnen das etwas? Das ist die Legitimation. Die Kognition ist, welche Rügen, welche Kritikpunkte können Sie anbringen. Und es braucht nicht eine Korrelation zwischen Rügen und praktischen Vorteilen. Legitimation, das heißt, wenn Sie mal im Verfahren drin sind, alles, was Sie als falsch ansehen, kann Ihnen nützen und können Sie geltend machen. Das hat das Bundesgericht nicht immer ganz klar festgehalten. Jetzt ist das geklärt, ist eher einfacher geworden. Das heißt, Sie können tatsächlich die Legitimation und die Kognition voneinander prüfen. Ich erwähne das auch, wenn Sie andere Entscheidungen des Bundesgerichts mal lesen, was anders entschieden worden ist. Ja, lassen Sie sich nicht verwirren. Heute ist das relativ unbestritten, dass hier diese Dinge auseinandergefallen sind. In der Lehre ist der Streit vielleicht noch nicht ganz klar, aber mindestens, denke ich, vor Bundesgericht und für die praktische Anwendung der Prüfung ist die Frage klar.
Ja, bitte. Es braucht natürlich schon den Vorteil mit Bezug, wenn Sie irgendwo einen Mangel geltend machen, der dazu führt, dass es überhaupt nicht gebaut wird. Das reicht. Aber es muss nicht irgendetwas spezifisch sein, was Ihre Rechtsstellung schützt. Sondern der praktische Effekt, dass nicht gebaut werden kann, das reicht Ihnen. Das heißt, Sie können auch irgendwo 30 Kilometer weiter sagen, das geht durch ein Schutzgebiet, wo wir 3 geschützte Amphibienarten haben. Deswegen kann die Leitung nicht gebaut werden. Die Amphibien sind von ihrer Legitimation ziemlich weit weg. Aber wenn deswegen die Leitungen nicht gebaut werden können, dann können sie nicht gebaut werden, dann haben sie einen praktischen Nutzen. Etwas anderes wäre, wenn Sie dort nur spezifische Maßnahmen für einen bestimmten Teil verlangen würden, das nützt Ihnen nichts. Aber wenn am Schluss im Ergebnis Sie einen praktischen Nutzen haben, dann muss die Norm, die Sie verletzt rügen, nichts mit dem Schutz Ihrer Interessen zu tun haben. Das ist die Logik. Schaue auf die Uhr, vielleicht noch eine Folie. Eine Folie habe ich noch und dann denke ich, hätten wir für heute einiges angesehen. Ich frage nochmals in die Runde, ich gehe davon aus, Ermessen, heiliger Gral des Verwaltungsrechts, haben Sie schon gehört? Ja, haben Sie schon gehört. Ich sehe sicher auch große Begeisterung für dieses Thema, ist nicht ganz einfach. Nicht ganz einfach die Abgrenzung zwischen dem Ermessensfehler und dem Rechtsfehler. Wenn Sie wirklich Angst und Schrecken einer mündlichen Prüfung verbreiten wollen, ist das ausgesprochen geeignet. Dann kann man noch die Abgrenzung eines Ermessensfehlers zu einem Fehler im Bereich der Verhältnismäßigkeit hineinbringen und dann ist das Chaos meistens perfekt. Machen wir aber nicht, sondern bleiben bei dem, was Ihnen die Theorie ganz unschuldig sagt. Sie müssen wissen, dass es diese Unterscheidung gibt. Es gibt die Unangemessenheit, das ist der kleine Ermessensfehler. In der Regel haben Sie gelernt, keine Prüfung durch die Verwaltungsgerichte. Sie haben aber auch gesehen, dass eigentlich das, was Sie wahrscheinlich so, hoffe ich, möglicherweise gelernt, gehört haben, eigentlich nicht der allgemeinen Ermessenslehre bespricht. Artikel 49 ist eine atypische Norm. Wenn Sie in den Kantonen schauen, was prüfen die Verwaltungsgerichte, würden Sie meistens lesen, mit Vorbehalten von Ausnahmen, die kantonalen Verwaltungsgerichte prüfen die richtige Rechtsanwendung, die richtige Sachverhaltserhebung. Das machen die Verwaltungsgerichte. Kleiner Blick zurück, das fordert ja auch die Rechtsweggarantie. Das machen Verwaltungsgerichte in den Kantonen. Bundesverwaltungsgericht laut Artikel 49 prüft auch die Unangemessenheit. Im Aufbau eines sehr bescheidenen Cliffhangers werden Sie das nächste Mal erfahren, dass diese atypische Lage vielleicht dann doch nicht genauso ist, wie es Artikel 49 Ihnen sagt und Artikel 49 VfAG Ihnen etwas zu viel verspricht. Und dass das, was Sie im Verwaltungsrecht gelernt haben, vermutlich gehört haben, die Verwaltungsgerichte prüfen kein Ermessen, wahrscheinlich doch stimmt auch für das Verwaltungsgericht, Fortsetzung folgt. Das ist der erste Punkt, den Sie mitnehmen sollten bezüglich Ermessensfehler. Zweiter Punkt, und das ist tatsächlich dann die Suche nach dem Heiligen Gral, oder überhaupt das Ganze ist der Heilige Gral, aber das ist noch so der Untergral, wenn Ihnen ein Gral nicht reicht, und ich versuche jetzt nicht den Plural von Gral zu bilden. Auch wenn wir in einem Ermessensbereich sind und wir wissen, was Ermessen ist, was schwierig genug ist, kann es sein, dass ein Fehler der Behörde so gravierend ist, dass es zu einem Rechtsfehler wird. Es gibt 3 qualifizierte Ermessensfehler, die den Grad einer Rechtsverletzung erreichen. Ich habe es versucht, grafisch darzustellen, auch wenn es, wie gesagt, sehr theoretisch ist und im konkreten Fall recht schwierig anzuwenden, um es vorsichtig auszudrücken. Ermessensmissbrauch, es ist einfach etwas, was völlig falsch ist. Innerhalb des Ermessensbereiches ist es offensichtlich falsch.
So geht es nicht. Die Ermessensausübung ist qualifiziert falsch, weil sie qualifiziert falsch ist. Viel besser kann man es leider nicht sagen. Aber offensichtlich nicht in der Logik des Gesetzes, nicht maßgebliche Gesichtspunkte, in sich widersprüchlich, so die typischen Willkürtatbestände innerhalb des Ermessensbereichs. Das ist ein Rechtsfehler. Die Ermessensüberschreitung, die Behörde trifft eine Maßnahme, die es gar nicht gibt. Sie meint, sie ist im Ermessensbereich, aber sie ordnet etwas an, was gar nicht im Ermessensbereich ist. Und vielleicht noch schwieriger, sie unterschreitet das Ermessen, quält sich hier an den Rand. Sie sagen, ich hätte gern einen Entscheid nach Ermessen, aber die Behörde sagt, nein, alle bekommen gar nichts, oder bekommen nur gleich wenig. Aber sie hätte eigentlich Ermessen, das im Einzelfall anzusehen. Es steht, die Behörde muss den Einzelfall ansehen, aber sie behandelt alle Fälle gleich und zwar gleich schlecht. Das ist auch ein qualifizierter Ermessensfehler, wenn die Behörde verneint, sie habe kein Ermessen, aber sie hat Ermessen. Das sind Rechtsverletzungen. Das heißt, wenn wir zurückgehen auf, entschuldigen Sie die falsche Richtung, wenn wir hier zurückgehen auf Artikel 49, ist Artikel 49a der Rechtsfehler inklusive der qualifizierten Ermessensfehler mit einer, wie soll ich sagen, mit einem Schönheitsfehler. Sehen Sie den Schönheitsfehler, den Sie sagen würden, jetzt haben wir das so schön gelernt im allgemeinen Verwaltungsrecht und jetzt 49a ist doch nicht so, wie wir es gelernt haben. Was ist bei 49a ein möglicher Stolperpunkt? Ja, genau, die Unterschreitung fehlt, ist aber mitgemeint. Wird einfach mitgedacht, aber die Ermessensunterscheidung ist nicht genannt, ist aber auch klarweise ein Rechtsfehler. Und Litera C, das ist die Unangemessenheit, das ist der kleine Ermessensfehler. Dort, wo man sagen würde, ja, wahrscheinlich wäre ein anderer Entscheid besser gewesen, dort greifen die Gerichte grundsätzlich nicht ein. Nochmals der kleine bescheidene Cliffhanger. Artikel 49 sagt Ihnen aber eigentlich etwas anderes und das ist tatsächlich eben in diesem Bereich verwirrlich. Bisher haben Sie meistens Bestimmungen kennengelernt, wo man sagen musste, es fehlt etwas im Gesetz. Bei Artikel 49 ist der Fall noch etwas gravierender. Artikel 49 Litera C verspricht Ihnen etwas, was das Bundesverwaltungsgericht nicht einlöst. Was das genau ist und weshalb das der Fall ist, diese schöne und spannende Frage werden wir uns das nächste Mal ansehen und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Besten Dank.